Hallo, ich bin Mathilda und ich bin heute hier bei Janas Podcast Claire on Air und ich freue mich sehr auf die heutige Folge. Jawohl, okay. Top. Hi Leute und herzlich willkommen zur neuen Folge Claire on Air. Sag jetzt Claire on Air leise, wie du es eingeprobt hast. Claire on Air. Voll gut. Dankeschön. Ich bin hier heute mit meiner sehr guten Freundin Mathilda. Mathilda, sag hallo, wie geht's dir? Was ist heute deine Mut von 1 bis 10? Hi, also mir geht's ziemlich gut. Ich bin sehr nervös, aufgeregt. Aber sonst geht's mir eigentlich ganz gut. Wieso bist du nervös und aufgeregt? Ich weiß auch nicht, ich schwitze tatsächlich. Oh mein Gott, Mathilda! Es ist alles gut. Du warst ja bei einem anderen Podcast, warst du auch so aufgeregt? Ja. Echt? Ja. Oha. Haben wir mir das nicht angemerkt? Man hat mir das angemerkt. Echt? Mhm. Fand ich jetzt nicht so. Doch. Ich fand's cool. Cool. Ja. Heute wird besser. Okay. Hohe Ansprüche. Naja, aber du bist, ja Mathilda, du bist eine Freundin von mir, aber wir haben uns kennengelernt, vielleicht wollen wir mal darüber reden, denn wir haben uns ja über TikTok kennengelernt und du bist ja auch eine Social-Media-Ikone, Social-Media-Star, du machst ja auch Influencer, oh mein Gott, cringe, aber du bist ja auch Influencerin. Wie bist du dazu gekommen? Wann hast du gemerkt, dass es dir Spaß macht? Wie hat es für dich angefangen? Also ich habe vorletztes Jahr ja damit angefangen, also 2021, danke. ich denke so wie viele, halt so in der Corona-Zeit. Und ja, keine Ahnung, ich habe das überhaupt nicht so betrachtet, dass da irgendwas draus werden könnte oder was draus werden wird. Aber ich habe dann irgendwann so 30, 40, 50.000 auf TikTok gehabt. Und mein Papa ist dann voll ausgerastet und meinte so, mein Gott, wir müssen jetzt irgendwas tun. Und er hat halt einen ehemaligen Schulkameraden gehabt, beziehungsweise ich glaube, es war der Bruder von seinem ehemaligen Schulkameraden. Und der war Manager von Sarah Connor, als sie noch ganz am Anfang war. Oh mein Gott, das hast du mir damals sogar erzählt. Ja, also er hat sie halt richtig groß gemacht, sodass sie ihren ersten Hit hatte, womit sie halt so bekannt wurde. Und tatsächlich auch JJ Jackpot, die hatte einen YouTube-Account. Aber den kennen, also ich weiß nicht, die Hälfte von den Leuten, denen ich das erzähle, kennen sie und die Hälfte nicht. Ich liebe JJ's Jackpot. Ich fand die auch echt süß. Ja, so toll. Rest in peace. Ja, 2017, glaube ich, ne? Weiß ich gar nicht, aber schon länger her auf jeden Fall. Na, auf jeden Fall, er war halt auch ihr Manager und mein Papa kannte ihn halt und war so, oh mein Gott, wir müssen jetzt irgendwas machen. Und dann sind wir da hingefahren und haben dann halt so mit ihm ein bisschen gequatscht und er meinte halt, er kannte sich weder mit Musik aus noch mit YouTube und es hat irgendwie funktioniert, deswegen meinte er, wieso sollte es auch nicht mit Social Media funktionieren? Ja. Ja, und dann war ich da für, ich glaube, 2 Monate oder 3, irgendwie so. Dem Management dann? Nein, also ihm, oder? Er hat so dir geholfen einfach. Ja. Und dann war ich im Januar 2022 auf einem Musikvideodreh eingeladen. Und da habe ich dann tatsächlich auch Django kennengelernt. Von Katika? Katika. Ja, süße Maus. Auf jeden Fall, da habe ich dann Django kennengelernt und dann bin ich zu ihm ins Management gewechselt. Auch super süß, Paul und Goldie, zwei Herzensmenschen. Und dann ging es halt auch so los, so dass es halt ein bisschen ernster wurde und dass man gemerkt hat, dass da mehr hintersteckt als nur so ein paar Videos halt posten. Mhm. Und dann bin ich im August in mein jetziges Management gewechselt. Und seitdem sehe ich das tatsächlich auch so richtig so an, dass es halt wirklich ein Ding ist, wovon man tatsächlich auch leben kann. Also ich nehme also ein Job. Ja. Ja. Cool. Ja. Und dann, wann haben wir uns eigentlich kennengelernt? 2022 haben wir uns kennengelernt. Hä, oder? Oder war es noch Ende 2021? Nein. Okay. Ja, stimmt, du hast recht. Warte, aber wann haben wir uns denn kennengelernt? Also das Ding ist, wir kannten uns schon vom Sehen auf Social Media. Ja. Ja. Mathilda ist mir tatsächlich gefolgt und ich habe das immer gesehen, dass sie mir gefolgt ist, aber ich bin ihr einfach nicht zurückgefolgt und dann ist sie mir irgendwann entfolgt und dann habe ich das gesehen und hat das richtig an mein Ego gekratzt und dann bin ich ihr gefolgt und dann ist sie mir wieder zurückgefolgt. Ja, das war unsere Kennenlern-Story. Aber wann war das denn? Weil wir waren ja auch zusammen im Urlaub im August. Nee, aber das muss 22 gewesen sein. Ja, aber wann? Das war doch nicht... Boah, keine Ahnung. Das war auf jeden Fall eher am Anfang von 2022. Und dann
Wann haben wir das erstmal gesehen? Mit Hannah war das. Im Sommer war das schon. Aber ich habe mich mit Hannah getroffen und du warst am Hauptbahnhof. Und ich habe dich abgeholt. Ja. Weil ich musste irgendwo hin, wo war... Ich weiß wieder, wo ich hin musste. Ja, und dann habe ich dich gesehen und war so, Digga, wer ist das? Die ist mir viel zu hübsch, ich habe keinen Bock mehr. Oh mein Gott, hör auf. Ich hatte an dem Tag was ganz Schlimmes an. Du hattest eine Strumpfhose als Oberteil an. Reden wir nicht drüber. Schlimme Phase. Ich fand's cool. Ich fand das wirklich cool und danach dachte ich mir, ich möchte das auch machen, aber dann, bei mir ist es so, bei diesen DIY-Projekten, ich möchte das immer machen, aber ich habe am Ende nie Lust und dann vergesse ich das irgendwann. Boah, meine Mama hat das gesehen, dass ich das anhatte, ne? Mhm. Ey, sie hat mich mit ihren Blicken getötet. Zu Recht, ich sah aus... Nein, das war nicht mal so schlimm, das hat jeder gemacht. Ja, aber bei mir sah es halt nicht gut aus. Doch, bei dir sah es gut aus. Okay. Okay, weiter geht's. Weiter geht's. Also, durch Social Media hast du ja auch sehr schnell sehr, sehr viel Reichweite bekommen. Also es ging ja super schnell bei dir ab. Und also ab einem gewissen Punkt ging es dann schnell hoch. Und bei dir war das aber auch so, dass du Hate bekommen hast schnell. Ja. Wie, woher glaubst du, ist das gekommen? Warum? Und wie war das für dich so direkt am Anfang? Also so die ersten richtig Hate-Kommentare habe ich wegen meiner Nase bekommen. Weil ich habe nicht so ganz kleine Nasenlöcher. Auch absolut das Dümmste, wofür man Hate bekommen kann. Ja, mein Gott, Leute suchen sich halt irgendwas aus und das wird dann richtig fertig gemacht. Und es tat zu Anfang auch echt richtig weh. Ich glaube, ich habe sogar eine Zeit lang diese Kommentare deaktiviert. Also man kann ja so... Ja, ja. Hast du ja mit Faro auch drüber geredet. Ja. Und eine Zeit lang habe ich das auch alles deaktiviert, weil ich konnte es nicht mehr lesen. Aber irgendwann hat es mich auch nicht mehr gestört. Dann habe ich... sehr provokanten Content gepostet. Ich war ja erst, war ich noch 16? Ja, ich glaube schon. Ich habe halt, ich habe meine Brüste gezeigt. Also nicht komplett nackt, aber halt so. Ausschnitt getragen. Ja, einen sehr tiefen Ausschnitt habe ich getragen. Ja. Ja, das hat natürlich Leute gestört. Weil wie kann man sich mit 16 so im Internet präsentieren? Das ist wirklich schrecklich. Ja, das ging dann natürlich auch weiter, als ich noch 17 war, weil da war ich ja immer noch minderjährig. Das ist natürlich furchtbare Aktion. Wie kann man sowas tun? Ja. Also ich denke viel deswegen. Dann habe ich auch, Gott, was habe ich noch gemacht? Ich habe auch provokante Sachen auf meine Videos geschrieben. Ja, ich weiß noch eins. Soll ich das sagen? Sag. Du hast so ein Video gemacht, da hast du so ein Bett, da hast du auch so einen Ausschnitt an. Und dann hast du dann so darunter geschrieben, ich habe keine Hose an. Ich schwöre, ich fand mich da so schön auf diesem Video. Das war auch richtig schön. Und dann dachte ich mir so, ja, keine Ahnung, was ich in die Caption schreiben soll. Keine Ahnung, schreibe ich mal das, weil mir fällt ja nichts anderes ein. Ja. Ja, ist cool. Ist gut angekommen. Hat, glaube ich, fast 1 Million Aufrufe. Ja, ist cool. Ist cool. Also Leute, für Klicks, ihr wisst, was ihr machen könnt. Nein, also, ich, keine Ahnung, ich finde es immer noch nicht schlimm. Ich finde es auch nicht schlimm, ich finde das cool, ich mag das. Ich mag den Content, finde ich cool. Ja, aber es stört halt viele, vor allem, wenn man halt eben noch nicht 18 ist, dann ist es halt immer so. Aber das ist halt so, weil die anderen, die haben halt, wärst du 18 gewesen, hätten die trotzdem gehatet, aber da... haben die halt einen Grund gehabt, weil es gibt ja immer noch Leute, die sind Mitte 20 und die posten sowas und da haben Leute trotzdem was zu sagen, ich kann auch nichts. Das stimmt. Ja. Ja, Leute finden immer irgendwas, scheißegal, was du machst. Deswegen, weil du noch nicht 18 warst, war das für die halt voll der gute Punkt, so voll der gute Angriffspunkt? Angriffspunkt. Und wie ging dir das damit? Weil du warst ja auch ziemlich jung und dann auch noch in der Zeit so viel Hate zu bekommen, ist ja schon aber ein bisschen das, doll. Also das habe ich ja, ich habe das ja bewusst gemacht. Ich habe ja bewusst so provokanten, provozierenden Content gepostet. Und an dem Punkt, wo ich das gemacht habe, hat mich das auch überhaupt nicht mehr gestört. Also ich weiß gar nicht, wer das mal gesagt hat, ob das irgendein Promi war oder so. Aber solange du keinen Hate bekommst, bist du uninteressant. Und ich lebe mit diesem Motto, weil das stimmt. Weil wenn du, ich meine, wenn du glatt gebügelt bist und keine Ecken hast, so... dann bist du halt morgen wieder vergessen. Ja, ist auch so. Wenn Leute über dich reden, dann bist du halt relevant, egal ob es positiv oder ob es negativ ist. Genau. Und ich habe mich halt damals dann für die negative Seite entschieden. Ja, kann man ja machen. Kann man machen, ne? Hauptsache, ja.
ganz ehrlich, fast trotzdem interessant. Und jetzt guck, wer du jetzt bist. Das hat funktioniert. Beim Podcast von Jana Claire alles ich erreicht. Ich habe alles im Leben erreicht. Ja, cool. Aber hat dich das gar nicht getroffen dann oder hat dich das schon so ein bisschen getroffen? Warst du dann so manchmal so, ja, okay, das ist irgendwie doch irgendwie scheiße? Oder warst du so? Nee, ich glaube tatsächlich nicht. Aber ich habe es halt irgendwann auch nur noch aus Spaß gemacht, weil ich es lustig fand, wie Leute darauf reagiert ja. haben. Weil es ist halt so einfach, Leute im Internet zu provozieren mit so einer dummen Scheiße. Ja. Ich meine, du trägst einen Ausschnitt und machst ein Video und die Leute regen sich auf. So. Ja. Das ist so peinlich irgendwie. Frauen und Männer, egal, wer auch immer, trägt ständig Ausschnitt. So, nur weil ich es poste, ist jetzt ein Problem oder wie? What about it, Alter? Ja. Deswegen. Das war ja aber auch in der Schulzeit bei dir. Da bist du ja auch noch zur Schule gegangen. Ja. Gab es von den Mitschülern irgendwelche Kommentare? Auch gerade generell, wenn man Social Media macht und noch zur Schule geht, ich kenne das ja auch, da gab es ja immer Kommentare. Wie waren die bei dir? Also es waren vor allem viele Jüngere. Mhm. Aber das stimmt gar nicht. Ich nehme das sofort zurück. Okay. Es waren auch Leute in meinem Jahrgang, vor allem als ich die Schule zur Oberstufe gewechselt habe, weil auf meiner alten Schule so, da war halt noch nicht so wirklich viel los. Ja. Und keine Ahnung, es waren auch irgendwie nicht die Leute, die sich jetzt so trauen würden, dir was ins Gesicht zu sagen. Aber als ich dann die Schule gewechselt habe, da hatte ich halt auch noch nicht mehr so viele Freunde. Also ich hatte eine Freundin, mit der ich viel war. Und das war es aber dann auch eigentlich. Und die kleineren, jüngeren waren entweder wirklich so süß, also auch so kleine Mädchen und so, die dann gekommen sind. Ich habe mich jedes Mal so gefreut, die waren so niedlich. Ja. Da war so ein Mädchen, die hat so ganz lange braune Haare und so riesige glasblaue Augen. Jede Pause ist sie zu mir gekommen, habe ich gefragt, wie es mir geht. Oh. Oder so. Ich habe mich verliebt in sie, ich finde sie toll, ich vermisse sie ein bisschen. Auf jeden Fall, aber so kleine Jungs haben mich dann zum Beispiel auch in der Zeit, wo ich viel mit Heim war, war dann immer so, ja, seid ihr zusammen, wie ist er in echt und bla bla, so halt ausgefragt. Mhm. Und ich habe tatsächlich auch mal mitbekommen, also wir hatten halt, also ich habe ja kein Abitur gemacht, aber es stand ja der Abiball quasi an. Ja. Und es ging halt darum, dass wir so halt Geld für die Abikasse zusammensammeln. Und ich hatte halt beziehungsweise mich hat jemand gefragt, ob ich das halt posten könnte, so einen Code für irgendeine About You-Dings, ne? Ja, genau. Ja. Und ich habe halt gesagt, ich muss erst nachfragen, ob ich das machen kann und so. Und dann habe ich halt auch, also habe ich nachgefragt, habe auch drüber nachgedacht. Und ich meine, ich habe eh kein Abitur gemacht. So, keine Ahnung, war mir dann irgendwie nicht so wichtig. Ja. Auf jeden Fall fanden das wohl viele aus meinem Jahrgang nicht so cool, dass ich da Nein zu gesagt habe. Und es gab so eine Abiball-Komitee-Gruppe. Und da hat dann wohl jemand eins meiner Insta-Bilder geschickt, was leider von Instagram runtergenommen wurde. Bitte stellt das wieder online. Das Grüne, ja. Mit dem Grün, ja. Ich hatte da so ein grünes Lounge-Unterwäsche-Set an. War super schön. Er hat es gescreenshottet in die Gruppe geschickt und meinte irgendwas von wegen, dass ich denen nicht helfe oder sowas. Und ich war auch so, okay. Niemand hat halt drauf geantwortet. Hä? Und dann hat er das Bild wieder gelöscht. Oh, wie peinlich. Ja, ich glaube nach wie vor ist es in eine falsche Gruppe gelandet. Ah, okay. Das kann sein. Aber wie peinlich, also es ist schon ein bisschen peinlich, weil so, wenn du auch in der Gruppe drin bist. Nee, ich nicht. Aber so. Mädchen aus meiner Klasse war da drin und die hat mir das halt erzählt. Und ich war so, oh. Unangenehm. Ja. Auch, dass keiner geantwortet hat. Ich war vorher, hat das da extra reingeschickt und dann hat keiner geantwortet. Und war so, oh mein Gott, scheiße. Okay, dann hat er sich gelöscht. Ja, keine Ahnung, war unangenehm. Ja. Ist passiert, ich bin jetzt weg. Ja. Mein Gott, Alter. Ja, aber das Ding ist, die Kleinen, die klingen ja trotzdem voll süß, auch die kleinen Jungs, dass die dich da so ausgefragt haben. Weil bei mir auf der Schule, da wurde ich, das ist so peinlich, ich wurde von einem fucking ich war in der 12. Klasse, hab gerade mein Abi gemacht, ich wurde von einem Fünftklässler gemobbt. Ohne Witz. Was hat er gemacht? Der hat, keine Ahnung, der hat sich immer über mich lustig gemacht und hat vom, ich habe mein Fahrrad, weil ich musste mit dem Fahrrad zur Schule fahren. Dorf, ja. Und dann habe ich mein Fahrrad immer da irgendwo geparkt und er so, das ist mein Fahrradparkplatz und so. Und dann hat er sich so über TikTok lustig gemacht. Ich habe ihn beim Lehrer verpetzt. Mein Gott. Ja, das war echt ein bisschen, das war wirklich sehr peinlich. Ja, für dich. Für mich. Natürlich für mich. Offensichtlich für mich. Das ist schon echt peinlich gewesen. Aber bei dir, aber süße Mädchen klingen ja süß. Ich schwöre. Auch bei Jungs war so nett manchmal. Ja, aber ich saß halt öfter mal alleine so. Ich hatte halt nur die eine Freundin und wenn die nicht da war, war halt ein bisschen. Ja, kenne ich. Und wenn dann so jemand zu mir gekommen ist und wir so ein bisschen gequatscht haben, fand ich schon ganz nett. Ja, das war nicht. Super süß.
Echt nice. Also dann wollte ich auch fragen, wie das so in der Schulzeit generell war. Also jetzt abgesehen von Social Media, ob du eine gute Schulzeit eher hattest oder wie du das beschreiben wollen würdest. Also ich bin halt zur Oberstufe gewechselt, habe ich ja schon erzählt. Mhm. Und ich war vorher auf einem Gymnasium bei uns in Bremen. Und so, ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, aber ich war, glaube ich, ganz so, also es war halt alles entspannt in der Klasse und ich weiß nicht, man war ja früher so ein bisschen beliebter oder nicht so beliebter. Ich glaube, ich war schon ganz gut mit allen und war alles entspannt. Aber ich habe es halt ehrlich gesagt da nicht mehr ausgehalten, so nicht unbedingt wegen der Schüler, auch wegen der Lehrer und es hat einfach nicht so gut gepasst. Und dann bin ich gewechselt auf eine andere Schule und ja, da hatte ich halt dann nur noch so eine Freundin so richtig. Und wenn man auf eine neue Schule wechselt, so da kennen sich ja alle untereinander. Und dann ist es sowieso schwer, da irgendwie reinzukommen. Und ich bin auch nicht so die Person, die dann wirklich auf Leute zugehen kann. Also ich freue mich, wenn dann Leute auf mich zugehen. Ja. Aber ich selber kann das halt nicht. Ja, same. Und es hat aber auch da hat es alles nicht gepasst, weil deswegen, also ich bin ja dann auch früher abgegangen. Ich habe ja nicht mein volles Abitur fertig gemacht. Ich mache jetzt gerade mein Fachabitur fertig. Mhm. Möchte ich nochmal kurz erwähnt haben, bitte. Ich habe nicht meine Schule abgebrochen. Aber also ich vermisse es tatsächlich auch gar nicht. Also ich sehe jetzt so auf TikTok diese ganzen Videos von halt Leuten, die jetzt eben ihr Abitur machen oder auch ihren mittleren Schulabschluss und dann ja abgehen. Und dann zum Beispiel posten sie so, ja, nie wieder am Montagnachmittag zum Bäcker gehen oder nie wieder Herrn blablabla in dem Unterricht ärgern oder so. Und ich hatte das halt alles nicht. Und mich macht das voll traurig, weil ich hatte, also jetzt zurückblickend, ich glaube, ich hatte echt keine schöne Schulzeit. Ja. Und ich bin froh, dass ich da weg bin und jetzt so was anderes mache, was ich wirklich machen möchte. Ja, das posten echt immer so viele so, dass sie so richtig traurig sind, wenn die Abitur haben und dass sie dann deren Freunde nicht jeden Tag sehen. Ich war so, Alter, thank God, dass ich da weg bin. So. Zum Glück muss ich die alle nicht mehr sehen. Nee, ich fand's auch echt nicht. Ja, aber verstehe ich. Das kann ich echt richtig gut nachvollziehen. Ich find's schade, weil ich hätte es gerne so richtig schön gehabt. Auch so Abiball und sowas hatte ich halt auch nicht wegen Corona, aber auch mein Jahrgang war blöd. So. Ich hätte ich wäre da sogar, glaube ich, sogar nicht mal hingegangen. So. Aber so bestimmt so Klassenreisen und so wären bestimmt voll lustig gewesen. Ich glaube auch. Ja, ich denke, für sowas hätte ich auf meiner alten Schule bleiben sollen, weil da war es halt irgendwo noch ganz nett zum auch miteinander. Ja. Aber auch da wären Interessen irgendwann auseinandergegangen. Ja. Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Ist irgendwie nicht so schön gewesen. Ach so, wie haben eigentlich deine Eltern reagiert, dass du mit TikTok angefangen hast? Du meinst ja, dein Papa war direkt so richtig damit drin und war so, oh mein Gott. Ja, Management. Also, er wollte halt auch unbedingt, dass wir besprechen, was ich eben nicht posten darf, so in welche Richtung. Weil zum Beispiel Religion und Politik lasse ich halt komplett raus. Ja. Werde ich mich auch niemals zu irgendwas äußern, weil dabei kannst du nur verlieren. Mhm. Ja, kann man, wirklich. Ich spreche aus Erfahrung. Ach, wirklich? Ja. Ja, auf jeden Fall. Das war ihm wichtig, dass wir darüber immer reden, aber es war mir eigentlich schon von Anfang an klar. Mein Papa ist so süß, weil bei mir kommentieren so oft Leute eben wegen diesem provokanten Content. Ja. Also ja, boah, wenn ihr Vater das sehen würde, wenn ihr Vater wüsste, wenn ihre Eltern das sehen würden. Ich will jetzt mal eben kurz hier erwähnen, also meine Eltern haben tatsächlich beide TikTok und sie teilen sich einen Instagram-Account. Also sie sehen wirklich alles, was ich poste. Und mein Papa hat sich jetzt einen TikTok-Account gemacht, den er genannt hat Papa von Mathilda. Oh. Und er hat sich jetzt überlegt, immer wenn Leute sowas kommentieren, so, boah, wenn ihr Vater das sehen würde, er will einfach darauf antworten und sagen, das ist so ich hab's cool. gesehen, check. Das ist so cool. Ich aber da musst so du auch süß. Posten, dass es dein Papa ist, sonst glauben die nicht. Ja, aber ich find's echt süß. Aber ich habe seinen Kommentar bisher noch nicht gefunden. Oh. Aber ich habe meine Brüste in letzter Zeit halt auch nicht so oft gezeigt. Das stimmt. Ja. Dein Content aber ist so, ich sag dir das so oft, ne, aber ich liebe dein Content gerade. Wirklich Aesthetic Queen. Ich gebe mein Bestes. Ja, echt richtig cool. Übrigens, warte, stopp nochmal. Hier bitte alle Janas TikTok an diesem Moment abchecken, weil wir haben da mit Soundeffekten gespielt. Das ist echt schon sehr lustig. Jan und Tilda hat mein Video geschnitten, beziehungsweise hier kommt jetzt die Wahrheit ans Licht. Mathilda hat das Video tatsächlich nicht geschnitten, sondern ich habe das geschnitten, aber Mathilda meinte, was für Soundeffekte ich wo einsetzen soll. Ich habe ihr ein paar Tipps gegeben. Sie hat mir ein paar Tipps gegeben, weil Mathilda macht jetzt neuerdings Soundeffekt-Content, wo sie so
wenn sie ihre Skincare aufträgt, irgendwelche Soundeffekte drauf macht. Finde ich sehr lustig, aber sie hat ein bisschen zu viel Spaß damit. Ja, bei Jana ist es noch ein bisschen wenig. Bei mir war es ein bisschen wenig, muss ich sagen. Wir können noch ein bisschen mehr reinklatschen. Kann man noch dran arbeiten? Ja. Kann man machen. Nächstes Mal fährst du und ich bearbeite dein Video. Oh, ja. Dann cool. Baue vielleicht auch keinen Unfall. Mathilda, wir sind heute hierher gefahren, ne? Wir sind mit Miles gefahren. Das ist ja dieses Carsharing, wo man sich halt Autos ausleihen kann. Und wir fahren so. Und ich sag so, ja, wir müssen jetzt gleich rechts und so. Sie macht so den hier so richtig rechts und dann ist da so ein Van neben uns und sie macht keinen Schulterblick. Sie hat den Führerschein noch nicht lang, natürlich. Ist alles gut gegangen. Ist alles gut gegangen. Muss man alles berücksichtigen. Wollen wir mal ganz kurz darüber reden, dass wir, als wir das Miles holen wollten, dass da ein Mann neben dem Auto stand und da gerade gepinkelt hat. Und er meinte so, sorry. Er hat einfach weitergemacht. Er hat bis zum Ende gemacht, er hat sich Zeit gelassen und wir standen da so. Ich dachte mir so, Alter, was geht hier ab? Und dann ist er so gekommen, er so, ey, tut mir richtig leid, ich habe das Auto gar nicht gesehen. Ich so, wie, du hast dich doch extra hinter das Auto gestellt, damit man nicht sieht, dass du da pinkelst. Es war ja am helllichten Tag, es war vorhin. Er hatte Spaß. Jana wollte doch eigentlich nicht mehr ins Auto einsteigen. Nee, weil ich war halt auf der Seite, wo er gepinkelt hat, ne? Also ich musste da durch. Das war echt irgendwie nicht so mein Vibe. Er hat auch voll lange gebraucht, eine Gürtel zu machen. Das hat richtig lange gebraucht. Also wirklich. Ich habe es überlebt. Das Straßenschild habe ich auch nicht mitgenommen. Ist alles gut gegangen. Gott sei Dank. Wirklich Gott sei Dank. Aber du hast deinen Führerschein noch nicht so lange. Deswegen natürlich, man lernt ja beim Fahren eher. Also mein Fahrlehrer meinte immer, okay, Fahrprüfung, alles gut. Aber dann lernt man erst richtig Autofahren. Ja, wenn du alleine fährst, da lernt man das erst richtig. Und das stimmt wirklich. Ich bin letztens aus Versehen in eine Einbahnstraße reingefahren. Ding. Das Ding ist, ich habe es gesehen. Ich so, ich glaube, das ist eine Einbahnstraße. Ich so, aber dieser Weg geht echt ein bisschen schneller. Und es war mitten in der Nacht, es war dunkel. Und ich dachte, okay, hier ist eh nicht viel los. Ich fahre da rein, ich bin da reingefahren. Und dann kam natürlich ein Auto von vorne. Und der hat mich auch richtig angeschrien. Ich war so, Alter, chill mal. Ich bin dann richtig schnell so zur Seite. Ich habe ihn durchgelassen. Alles war gut. Aber ja, ich verstehe es. Aber man lernt daraus. Man lernt daraus. Ja. Vielleicht. Vielleicht. Vielleicht machen wir es auch nochmal. Nein. Ja, aber Mathilda kann auch echt gottlos parken, muss man auch dazu sagen. Aber. Gottlos gut meinst du? Gottlos schlecht. Aber das lernt man ja auch. Gelogen. Das war keine Lüge. Ich kann nicht parken, wenn ich mit Leuten bin. Wenn ich alleine bin, dann parke ich wie ein Gott. Ich schwöre. Okay. Sobald da jemand neben mir sitzt, da geht gar nichts mehr. Das lernt man. Ich mag diese Lücken, wo man einfach reinfahren kann und nicht wirklich einparken muss. Ja, und dann, wo man halt nicht mal so korrigieren muss, weil es halt auch einfach. Als ich hergefahren habe, habe ich super eingeparkt. Das war richtig gut. Das war perfekt. Aber beim Einkaufen war es schlecht. Da waren wir so zwischen zwei Parkplätzen. Es war genug frei. Es war genug frei, aber es war trotzdem so wie ein Arschlochparken. Same. Ich bin auch so. Der besser ist. Mach weiter. Okay. Mathilda. Jana. Wie alt warst du bei deiner ersten Beziehung und wie lang ging die? Oh. Und was war deine längste und wann war deine letzte und wie lang? Okay, eine nach der anderen. Okay. Ja? Wie alt warst du bei der ersten Beziehung? Okay, rein theoretisch bin ich seit der dritten Klasse in einer Beziehung, weil wir haben nie Schluss gemacht. Okay. Aber lassen wir die jetzt mal eben außen vor. Achso, du bist jetzt immer noch mit ich der Person zusammen. Ich bin rein theoretisch immer noch mit ihr zusammen. Also seit der dritten Klasse, seitdem ich 8 bin. Okay. Also jetzt in 10 Jahren. Krass, aber, herzlichen Glückwunsch. Also als wir uns das letzte Mal gesprochen haben, habe ich ihm gebeichtet, dass ich ihm ziemlich oft fremdgegangen bin. Aber er meinte, er ist mir tatsächlich nie fremdgegangen. Das war dann eine leicht unangenehme Situation. Unangenehm, ja. Egal. Aber alles gut, ihr habt es geklärt? Wir haben es geklärt, super. Keine Ehekrise. Okay, gut. Ja, aber nee. Also die erste richtige war mit 15 und dann für 8 Monate. Mhm. Boah, wenn der das sieht. Wieso? Letztens erst wieder Stress gehabt. Wieso? Ich habe in einem meiner TikToks erwähnt, dass ein Mädchen, ich glaube seine neue Freundin, habe ich gesagt, mittlerweile weiß ich, dass es seine neue Freundin war, was kommentiert hatte. Also von vorne. Ich habe bei ihm was kommentiert unter seinem TikTok. Ich meinte halt so, boah, ihr kommt noch ganz groß raus. Weil? Ja, weil er so seine beste Freundin und er machen neuerdings TikToks halt zusammen. Ach so, ich dachte schon so eine Rap-Karriere. Ach so, nein. Thank God. Nein, die machen so TikToks zusammen. Und dann habe ich das halt kommentiert. Ich habe mir überhaupt nichts dabei gedacht. Und sie hat dann darauf geantwortet, ja, wenigstens muss er sich nicht halt nackt zeigen, um groß rauszukommen. Das TikTok habe ich aber von dir gesehen. Jetzt fällt mir das auch wieder ein. Ja, das habe ich halt in einem Video erwähnt und ich glaube, es hat sie nicht so erfreut.
ja, ist wie es ist. Kann man nichts machen. Kann man nichts machen. Ich wünsche den beiden alles Gute. Aber der hat doch auch ein Video gegen dich gemacht. Mehr als eins. Ist doch immer noch online. Das ist sogar angepinnt. Oh, das ist ein bisschen peinlich, wenn sein Content... Okay, sein Content ist zwar nicht halbnackt ausziehen, aber... Halbnackt, sorry, Ausschnitte. ist jetzt nicht ausziehen, aber sein Content ist gegen seine Ex-Freundin schießen, weil sie bekannt ist. Also wird er dadurch bekannt. Das ist ein bisschen peinlich. Also sein angepinnt ist auf seinem privaten Account und sein erstes auf deren gemeinsamen Account ist beides über mich. Das ist super peinlich. Ja, oder? Wieso pinnt er nicht das von seiner Freundin an? Das ist super peinlich. Er hat ein Video mit seiner Freundin und er pinnt das nicht an, sondern er pinnt ein Video von euch beiden zusammen an. Eins, wo er so gegen mich geschossen hat, ne? Aber trotzdem. Ja. Oh. Oh. Naja. Vielleicht hört er es ja, vielleicht ändert er es jetzt. Ja. Hoffentlich. Viel Glück damit. Euch beiden, bitte. Euch beiden auf jeden Fall. No hate. Wie lang ging deine längste Beziehung? 8 Monate. Das war deine längste Beziehung? Ja. Ah, krass. Ja, und dann habe ich ziemlich schnell jemand Neuen kennengelernt. Das war aber, hat nicht gepasst. Dann habe ich, dann habe ich meinen zweiten Freund kennengelernt. Oh, gottlos. Gottlos. Wieso? So. War der blöd? Es hat einfach, also wirklich vorne und hinten, es war gruselig. Ich war froh. Ich habe 2 Monate ausgehalten, dann habe ich endlich Schluss gemacht. Ich konnte nicht mehr. Ja, ich habe dann tatsächlich, ich habe mich mit seiner Ex-Freundin angefreundet, also die vor mir. Ah, cool. Ich meine, die waren 1,5 Jahre zusammen. Mhm. Oh. Digga, sie hat kostenlose Therapie für ihr ganzes Leben lang verdient. Die Frau ist am Ende. Grüße gehen raus. Ich schwöre, Adriana. Ja, krass. Ja, gottlos. Nee. Ja, und jetzt? Nichts mehr. 2 Beziehungen. Die ist auch schon lange her. Ich glaube, Ende 21. Ja, okay. Es ist lange, aber länger her. Doch, ist schon länger her. Cool. Cool. Und bei dir so? Ich hatte auch 2 Beziehungen und das war low-key nicht ähnlich. Das war nicht ähnlich, aber von dem Zeitraum. Also, okay, eine war 3,5 Jahre, aber die andere war auch so 2 Monate, 1,5, 2 Monate. Gottlos. Gottlos, ja. Das sind die Schlimmsten. Und ich habe mich danach auch mit der Ex-Freundin angefreundet. Das versteht man dann auch einfach, ne? Ja. Ja. Ich habe dann die nach mir, habe ich auch noch, wir haben auch kurz geschrieben. Ja. Aber da ist leider nie was Dickes draus geworden. Bei mir war es auch die nach mir. Echt? Ja. Nee, bei uns hat da nichts. Bei uns hat da nichts funktioniert. Ja. Interessante Situation. Was würdest du jetzt gerade sagen? Bist du eher so Single-Leben ausleben oder bist du eher so looking for a Beziehung? Also ich bin ja jetzt so seit 1,5 Jahren Single. Und ich habe es ausgelebt, würde ich mal ganz behaupten. Ich habe Spaß gehabt. Es geht auch jetzt noch weiter, denke ich. Es ist nichts Festes in Aussicht, aber ich weiß auch ehrlich gesagt nicht. Also wenn Prinz Charming jetzt um die Ecke kommt, dann natürlich. Ja, man weiß nie. Ja. Aber jetzt gerade stand es Single-Leben. Ich glaube, ich wäre auch, also ich hätte, glaube ich, auch Interesse an wieder was richtig Festem, Längerem. Ja. Ja, ich vermisse das schon. Wäre schon schön. Ja. Du nicht? Nee. Jetzt gerade nicht so. Single-Leben ausleben? Ich weiß gar nicht. Was sag ich mit Urlaub? Wie, was ist mit Urlaub? Ja, dieses Jahr Urlaub. Wir beide? Wir beide, du und ich. Du und ich zusammen. Reunion. Ich habe voll Lust. Jetzt sind wir beide Single. Ich habe Lust auf Bali. Und Bali ist teuer, oder? Nein, Bali ist günstig. Der Flug ist teuer. Das sind 13 Stunden oder so dahin. Was heißt teuer? Weiß ich nicht, habe ich eigentlich gar nicht nachgeguckt, aber das sagen alle. Okay, dann ist Bali. Aber alle sagen auch, Bali ist gefährlich, wenn man nur zu zweit ist. Ja, dann lass go. Crow besuchen gehen. Crow wohnt da. Bitte. Bitte. Er hat einen rosanen Basketballplatz. Willst du ihn auf die Liste schreiben? Ich möchte ihn auf die Liste schreiben. Oh mein Gott, du hast letztens ein TikTok gepostet. Oh, ja, das habe ich. Das hast du, wie öfter. Aber du hast ein TikTok gepostet, dass du dich ready machst für ein Date. Und ich wollte fragen, ob du jetzt... Das war über eine Dating-App, hast du ihn kennengelernt, ne?
bist du immer noch bei der Dating-App aktiv und hättest du Lust, weiter so auf so Dates zu geben? Magst du das Dating-Leben? Und es ist ja auch in Berlin. Wie ist das Dating-Leben in Berlin? Gibt es da einen Unterschied zu Bremen? Ich kenne das Bremer Dating-Leben ja gar nicht. Okay. Ich bin auch froh, dass ich es nicht kenne. Ich möchte diese ganzen Bremer Leute, Männer aus Bremen gar nicht kennenlernen. Naja, so Berliner Dating-Leben ist, glaube ich, schon ein bisschen anders. Also ich will gar nicht immer so tun, als ob Berlin so ein anderer Kontinent wäre. Aber Berlin ist halt ein anderer Kontinent. Die Leute sind ein bisschen, ne? Also die haben wirklich alle einen Schaden teilweise. Ja. Und es war auch super schön mit ihm. Wir haben uns tatsächlich auch noch zweimal mehr gesehen. Das war der mit der Schreibmaschine, oder? Ja. Möchtest du ganz kurz Kontext geben für die Leute, die das Video nicht gesehen haben? Ja, also er hat mich zu einem See nachts um 21 Uhr bestellt. Aber da war es auch schon dunkel? Da war es schon sehr dunkel und es war ein See, ein bisschen außerhalb von Berlins. Ah, süß. Also ich glaube offiziell nach Berlin, aber schon außerhalb. Mhm. Dann bin ich da hingefahren, wollte ich mein Miles-Auto da abstellen. Ging nicht. Sperrgebiet. Ah, kenne ich. Ja, dann habe ich ihn eingesammelt. Und ich dachte, wir fahren jetzt halt was einkaufen und dann zu ihm, weil der Plan war halt, bei ihm was zu kochen. Und dann hat er mich, wie sagt man, navigiert. Navigiert hat er mich dann. Und dann waren wir plötzlich in so einer kleinen Straße mit so kleinen Häusern, wo so Omas drin wohnen, ne? So ein bisschen ältere Häuser, kleine abgelegene Straße, irgendwo auf dem Dorf, so sah das aus. Und ich dachte mir so, wohin gehen wir jetzt? Ja, und dann ist er ausgestiegen, er meinte, er holt eben was ab. Und da war ich schon so, Gott, was passiert jetzt? Er ist ausgestiegen, zur Haustür gelaufen, ich habe sofort meine beste Freundin angerufen. Ich war so, Digga, irgendwas passiert hier gerade, ich habe ein bisschen Angst. Der Mann an der Tür, mit dem er da geredet hat, der sah todesverwirrt aus. So, als wüsste er gar nicht, was gerade abgeht. Junge. Und dann war ich auch so, okay, was passiert hier jetzt? Dann ist er wiedergekommen, meinte, falsche Hausnummer. Das ist ein bisschen peinlich. Das erinnert mich ein bisschen an unsere Konversation gestern von unseren X, aber darüber reden wir gleich. Und dann ist er, ich bin ein Stück zurückgefahren in dieser winzigen Straße. Ja, ich bin rückwärts gegangen nach hinten und ich hasse Rückwärtsfahren. Wohl bemerkt, ich habe meinen Führerschein echt noch nicht lange. Ich fand es sowieso unangenehm, mit dem da rumzufahren. Mhm. Dann waren wir da, dann ist er wieder ausgestiegen. Ich wieder sofort meine beste Freundin angerufen, emotional support, ich brauchte den. Dann kommt er wieder. Ich lege schnell auf, dann nichts passiert. Also ja, ich habe mein Geld vergessen. Junge! Dann hat er sein Geld geholt und dann geht er da wieder hin. Und dann steht da so eine ältere Lady so an der Tür, ne? Dann gibt die dem so einen grauen Kasten. Er kommt wieder. Ich keine Ahnung was, ich habe nichts erwartet, ne? Er sagt so, ja, wunderst dich jetzt bestimmt, wieso ich eine Schreibmaschine abgeholt habe. Locker erkennst du an diesem grauen Kasten, dass es eine Schreibmaschine ist. Ich hatte gar keinen Plan von gar nichts. Und dann war ich so, ja, okay. Ja, dann haben wir das Miles-Auto abgestellt, sind das Einkaufen gegangen und zu ihm nach Hause. Dann habe ich halt zu Hause, hat er mir dann auch erzählt, also er hat so ein Fable für so, ich weiß nicht, ich habe in meinem TikTok Vintage gesagt und da haben sich alle drüber aufgeregt. Wie nennt man denn antike Sachen? Ist ja nicht antike, oder? Schreibmaschine. Das ist eigentlich, das ist low-key Vintage. Das ist doch nicht antik. Vielleicht haben sich auch Leute über Antik aufgeregt. Ich weiß gerade nicht genau. Ja, okay. Auf jeden Fall, er hat auch so einen Kassettenrekorder und so. Mhm. Also er mag so ein bisschen ältere Sachen. Zeug. Ja. Und er meinte, er schreibt halt total gerne und er will aber nicht auf Papier, also so mit Hand schreiben. Er will aber auch nicht so digital auf dem Handy schreiben. Deswegen wollte er halt eine Schreibmaschine haben. Ich war letztens in einem Escape Room, da gab es eine Schreibmaschine, um uns Angst zu machen. Er hat sich die freiwillig gekauft. Süß. Er hat mir letztens ein Gedicht geschickt, was er auf der Schreibmaschine geschrieben hat. Ist das für dich geschrieben? Nein. Okay. Nein. Aber er hat mir das halt so geschickt. Wie fandest du das? Fandest du das süß oder fandest du es cool? Ich meinte, glaube ich, fand es süß, aber keine Ahnung. Ich habe nicht so das Ding für Gedichte. Ja. Ich fühle da nicht so wirklich was. Nee, ich habe auch immer eigentlich Lyrik in Deutschunterricht gehasst. Also. Ja, nee, also. War jetzt auch nicht so meins. Ja. Aber süß, dass er sich für sowas interessiert. So wenigstens hat er ein Hobby. Ich fand's auch süß. Er hat auch tolle Interessen und tolle Gesprächsthemen und so. Aber Frage war, ja, ich habe die Dating-App wieder. Ich hatte sie eine Zeit lang gelöscht. Ich habe sie wieder runtergeladen. Ich weiß nicht, war aber seitdem mit niemandem mehr aus.
keine Ahnung. Ich glaube schon, ich finde das schon ganz cool. Ich finde es lustig, so Leute so kennenzulernen. Und ich meine, ich glaube schon, dass man lustige Sachen erlebt, vor allem in Berlin. Ja. Weil du kannst halt auch so lustige Sachen machen. Also zum Beispiel in Bremen, da wäre ich so, ja okay, wir können essen gehen. Mhm. Was kann man sonst in Bremen machen? Was kann man denn in Berlin anderes machen? Keine Ahnung, da kommen Leute auf verrückte Ideen. Oh mein Gott, weil die sind ja so anders und... Aber da gibt es ja viel mehr Möglichkeiten als in Bremen. Das stimmt, das ist auch Wir waren zum Beispiel größer. Auch im Botanischen Garten, fand ich super das süß. Das ist cool. Fand ich super süß. Ich hätte nicht gedacht, dass ich mit jemandem so viel Spaß auf einem Date in einem Botanischen Garten haben kann. Ja, kann ich verstehen. Super süß. Super süß. Wir haben auch einen Botanischen Garten hier in Hamburg. Ich glaube, jede Stadt hat einen. Okay. Ich dachte, Berlin hat mehrere. Echt? Berlin hat einen. Ich glaube, Hamburg hat auch nur einen. Das ist voll traurig. Aber das weiß ich nicht. Ich möchte jetzt auch wirklich jetzt keine Fake News hier sagen. Aber Berlin ist so groß. Kannst du mir doch nicht erzählen, dass wir nur einen botanischen Garten haben? Anscheinend doch. Anscheinend. Crazy. Was war bis jetzt denn dein komischstes Date? Das hast du mir gestern schon erzählt, dass du mich diese Frage stellen willst. Ja, ich meinte, du sollst überlegen. Deutsch. Ja, also das war tatsächlich, gestern habe ich zu dir gesagt, ich war da 14, aber ich glaube, das stimmt gar nicht. Ich glaube, ich war da 15. Mhm. Nein, ich war da 14. Das war noch vor meiner ersten Beziehung. Okay. Sorry. Es war super unangenehm. Also ich war 14, der gute Mann war 18. Oh, das fängt ja schon super an. Wir haben uns zum Spazierengehen im Park getroffen. Und wie viel Uhr war das? Das war am Tage. Okay. Ja, wir sind da so ein bisschen lang gelaufen, war super unangenehm. Hast du ihn da das erste Mal gesehen? Ja. Woher kanntest du ihn? Über Snapchat. Cool, ja. Mega. Mhm. Ja. Kannten deine Freunde ihn irgendwie? Nein. Oder? Okay. Nein. Mhm. Macht's wirklich nicht besser. Ich habe auch vergessen, wie er hieß. Ja. Ich habe meiner Mama aber Bescheid gesagt, also sie wusste, wo ich bin. Ah gut, wenigstens das. Hätte ich persönlich in dem Alter nicht gemacht. Ich habe auch gerade echt Angst, dass ich lüge, dass ich gar nicht 14 war, dass ich schon älter war. Aber ich bin mir eigentlich gerade ziemlich sicher. Auf jeden Fall, es hat dann plötzlich angefangen zu regnen. Und dann haben wir uns unter einen Baum untergestellt. Und dann hat er seinen Arm um mich gelegt und meinte so, ja, ich wärme dich ein bisschen, damit dir nicht so kalt wird. Das war mir super unangenehm. Ich wollte einfach nur noch weg. Und dann irgendwann. Aber wieso denn? Hat er dir generell von Anfang an komische Vibes gegeben? Ja, und es wird, also das, der Grund, wieso es so unangenehm wird, kommt auch noch. Okay. Wir sind dann ein Stückchen weitergelaufen, waren dann an so einer Brücke, also wir waren unter der Brücke und dann haben wir uns halt da untergestellt. Und dann hat er mich auch irgendwie so gefragt, ob er mich umarmen darf. Und ich war so, oh, ja, okay. Und dann hat er halt seine Hände nicht an meinem Rücken gelassen, sondern die sind ein bisschen runtergewandert, ne? Mhm. War super unangenehm. Und dann, ich kannte den Park halt, weil der war halt bei mir in der Nähe halt. Und er kannte den aber nicht. Und dann habe ich uns sehr gezielt Richtung Ausgang geführt. Mhm. Und wirklich, wir waren kurz vorm Ausgang und rechts neben uns war so ein winziger kleiner Pfad, den irgendwer so halt ein bisschen platt getreten hatte. Und er guckt da so rein und er guckt mich an und er sagt so, na, bist du bereit, ein kleines Abenteuer zu erleben? Oh, okay. Und dann habe ich gesagt, nee, du, ich muss jetzt gehen. Und dann habe ich ihn halt, wir waren so ein Stück vom Ausgang entfernt. Und ich meinte, ja, ich muss jetzt gehen, da ist der Ausgang. Und dann bist du direkt gegangen? Und dann bin ich direkt gegangen. Ich meinte so, du musst jetzt da geradeaus zur Bushaltestelle und ich bin in die andere Richtung gegangen. Aber voll gut. Ich meine Mama angerufen, ich meinte so, hol mich ab, ich will hier weg. Ja, das ist irgendwie echt super unangenehm. Ja. Es ist also meine schlimmste Erinnerung. Was bei dir? Schlimmstes Date. Also ich muss schon sagen, ja, oh mein Gott, nein, ich habe ein richtig schlimmes. Da war ich, ich will auch nicht lügen, aber ich glaube, ich war 15. Und das war, glaube ich, nach meiner ersten Beziehung. Und da habe ich mich mit einem Typen getroffen, der erstens ganz anders aussah, echt wie seine Bilder. Ich kannte ihn über Instagram. Es ist so peinlich. Wir haben uns dann getroffen und ich habe ihn nicht erkannt. Wir haben uns an einer Bushaltestelle getroffen. Ich habe ihn nicht erkannt. Ich dachte, das ist jemand anders. Ne? Ich wollte ihm gerade schreiben. Ich so, ja, wo bist du? Auf einmal kommt so auf mich zu. Ich bin so, ja, wer ist das? Auf einmal sagt er so, hallo. Ich so, oh, das ist er. Weil er meinte zu mir, er ist größer. Er war genauso groß wie ich. Oh oh. Was nicht schlimm ist. So Größen juckt mich nicht, aber warum lügt man so? Ich finde das ein bisschen komisch. Mhm. Und dann sind wir essen gegangen.
Und das war so, also jetzt im Nachhinein finde ich das sehr, 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 sehr komisch. Aber damals habe ich mich selber noch nicht respektiert und für mich dachte ich, okay, das ist normal auf Dates. Wir haben so geredet, er so, und bist du noch Jungfrau? Ich war so, bitte was? Ich war so, wir kennen uns gar nicht, ne? Also, ich verstehe das jetzt gerade nicht. Also, und wie weit bist du schon gegangen? Und ich war so. Das Ding ist, ich habe auch von meinen Eltern das erzählt, dass ich mit ihm da bin. Und ich weiß auch noch ganz genau, ich habe ein Bild von ihm und mir in meine Familiengruppe geschickt, wo wir so waren. Weil meine Eltern wollten immer Bilder, mit wem ich bin, damit die so, keine Ahnung, das war so eine Absicherung für die, das kann ich auch verstehen. Aber solche Fragen hat er gestellt und es ging halt weiter. Also er hat nicht aufgehört und ich war so, Alter, das muss ich dir doch jetzt gerade nicht anders erzählen. So, ich war 15, ne? Ja. Und also ich glaube, der war so 17. Mhm. Was ja auch noch so okay ist, aber ich weiß nicht, ich fand das sehr, sehr komisch. Und dann hat das dann auch, dann bin ich auf Klo gegangen und habe dann auch direkt meine Freundin angerufen und war so, Bruder, irgendwie fragt er sowas, aber ich wusste nicht, dass das so respektlos ist, sowas zu fragen. Deswegen fand ich es jetzt nicht so schlimm. Und dann habe ich ihr einfach nur erzählt, was er mich gefragt hat. Und sie hat sich damals auch noch nicht respektiert, deswegen war sie so, haha, lol, okay, cool, dass er das gefragt hat. Und dann, ja, sind wir dann auch irgendwann gegangen. Ich kann mich aber auch wirklich nicht mehr so gut daran erinnern. Und dann weiß ich aber noch, dass das war so kurz vor Valentinstag, hat er mir dann danach geschrieben, ja, nee, das war nicht kurz vor, das, ich war über Valentinstag, glaube ich, weg. Und dann meinte er, ja, wenn du wieder da bist, dann können wir ja Valentinstag nachholen. Ich so, haha, ja. Habt ihr hoffentlich nie gemacht, oder? Nein, ich habe mich nie wieder mit ihm getroffen. Sehr gut. Weil ich fand ihn echt schon ein bisschen komisch. Aber ich schwöre, Jungs stellen immer solche seltsamen Fragen, wenn Mädchen noch so jung sind. Mhm. Ich war auch, als ich meinen zweiten Freund kennengelernt habe, als Ex-Freund, ein Glück. Er hat mich auch gefragt, ob ich eigentlich die Pille nehmen würde, weil er macht es pauschal immer ohne und er datet nur Mädchen, die die Pille nehmen. Oh. Ich war auch so. Und mit dem warst du dann noch zusammen, nachdem er das gesagt hat? Ich habe mich auch noch nicht selbst respektiert. Kann ich verstehen, aber. Aber wirklich, was damals Typen mir gesagt haben, wo ich dachte, das ist vollkommen okay, wo ich so dachte, ja, das ist doch normal. Und jetzt niemals würde ich so mit mir reden lassen. Mm-mm. Ich wäre direkt. Normalerweise wäre ich direkt gegangen. Also wenn ich jetzt. Ja. Aber das ist echt schon schlimm. Das war so das schlimmste Date jetzt im Nachhinein. Damals fand ich das nicht so schlimm, aber ich fand ihn halt so ein bisschen komisch und deswegen habe ich mich dann nicht nochmal mit ihm getroffen. Gute Entscheidung. Schon sehr gute Entscheidung. Einfach mal aufs Bauchgefühl hören. Wirklich, Bauchgefühl ist das Wichtigste. Aber was war dein bestes Date? Das hast du mich auch gestern gefragt. Ich weiß es nicht. Hast du nicht so eine Sache, so, wo irgendwas richtig Cooles passiert ist? Oder? Ich hatte halt irgendwie nie so richtig Dates. Man hat sich so getroffen. Mhm. Ich finde das so traurig, dass man heutzutage sich einfach nur noch so trifft und nicht so richtig irgendwas Schönes macht. Ja. Ich hatte auch noch nicht so was Cooles. Oh mein Gott, doch. Erzähl. Peinlich, dass ich das vergessen habe. Das war so ein Mischmasch aus Date und Treffen. Mhm. Aber das ist meiner Meinung nach eine meiner schönsten, romantischsten Erinnerungen, die ich habe und jemals haben werde. Okay. Jemals haben werde? Ja. Glaubst du, da kommt nichts dran? Eine der schönsten. Okay. Also es ist wirklich traumhaft. Ich kann jetzt nicht, glaube ich, die ganze Vorgeschichte erzählen. Das ist nicht meine private Angelegenheit. Ja. Ich weiß nicht, ob ich das einfach so erzählen darf. Auf jeden Fall, wir waren halt, also seine Eltern hatten ein Ferienhaus, haben immer noch ein Ferienhaus außerhalb von Bremen. Und wir sind da an einem Wochenende, also bin ich halt mitgekommen, weil seine Eltern sind fast, ich glaube, jedes Wochenende fahren die dahin. Und er ist halt das Wochenende auch mitgekommen und ich bin dann auch mitgekommen und wir waren vorher noch einkaufen. Und dann hat er am Abend, als so der Sonnenuntergang langsam kam, haben wir so alles, was wir eingekauft haben, auf so einem kleines Mini-Auto, so wie halt man auf dem Land so mit so kleinen Autos rumfährt, haben wir alles draufgeladen und sind dann raus aufs Feld gefahren. Und dann hat er so ein Lagerfeuer gemacht und hat sich so unten hingehockt und hat das Stockbrot gemacht. Und das konnte man dann hinten, den Wagen konnte man so ein bisschen ausklappen. Also wir haben da so Decken draufgelegt und so. Genauso wie diese richtig. Genauso wie ein Film. Ja. Digga, es war so schön. Und dann haben wir so Süßigkeiten gegessen und dieses Stockbrot und der Sonnenuntergang war da. Und ich bin wirklich auf diesem Feld eingeschlafen und wir sind erst so um 2 Uhr oder so nachts wieder aufgewacht.
haben dann alles eingepackt und sind zurück ins Haus und haben da halt dann weiter geschlafen. Das ist so schön. Das war so schön. Ja. Ich hatte selten eine so schöne, also so einen schönen Moment. Das ist richtig. Deswegen bin ich so traurig. Weil der hat dann halt gesagt, sie hat Schau. Aber egal, ist besser so. His loss. Aber trotzdem schöne Erinnerungen. Ja. Voll schön. Unfassbar. Einfach wie aus dem Film. Voll. Ich weiß nicht, an es erinnert mich auch an irgendeinen Film, aber ich weiß gerade nicht mehr welcher. Das ist eigentlich so in jeder Liebeskomödie. Ja, irgendwie schon. In jeder Liebeskomödie gibt es einmal so eine Szene so irgendwo mit so Einschlafen, bei Sonnenuntergang, irgendwo so draußen. Das ist so schön. Mhm. Krass. Du bist ja jetzt in Berlin. Du meintest, du hast ja gerade über Berlin und über Bremen gesprochen. Wie war für dich die Umstellung? Weil du hast ja vorher in Bremen gewohnt. Bist auch in Bremen geboren. Ja. Genau. Und dann bist du ja umgezogen. Aber du bist auch umgezogen für dein Praktikum jetzt. Fürs Fachabi. Mhm. Wie war die Umstellung? Und wie fühlst du dich jetzt, dass du alleine wohnst? Weil du bist ja mit 17 schon ausgezogen. Danke für die Betonung. Bitte. Ja, also ich habe es ehrlich gesagt noch immer nicht richtig realisiert, dass ich ausgezogen bin. Ich denke immer noch so, okay, ich bin da halt jetzt für eine Zeit und dann gehe ich ja halt wieder zurück nach Hause. Ja. Grundsätzlich finde ich es cool, alleine zu leben. Ich vermisse auch, also klingt voll böse, aber so, also ich habe jetzt nicht so das große Leiden irgendwie so, dass ich irgendwie so jeden Tag weine, weil ich meine Eltern so sehr vermisse. Also es geht bei mir echt gut. Ja. Ich habe jetzt in den letzten 2 Wochen so gemerkt, was so Ernährung angeht. Mhm. So ist echt mies. Also ich esse halt fast nur Scheiße. Zum Beispiel? Nudeln mit Ketchup. Mhm. Kenne ich ja von dir. Echt? Ja. Ich glaube, niemand kennt das. Nö. Auf jeden Fall, das merke ich jetzt in den letzten 2 Wochen, weil ich bin echt ausgelaugt und erschöpft. Und es liegt, glaube ich, echt an meiner Ernährung. Ich habe auch Haarausfall. Ah, cool. Mega cool. Cool und süß. Mega. Ja, also da muss ich unbedingt dran arbeiten. Ich muss jetzt lernen, endlich zu kochen, weil anscheinend wollen mir nicht genug Männer was kochen. Stimmt, das steht ja auch in deinem... Steht in meinem Dating-Profil mit drin. Ja. Naja, auf jeden Fall. Ja, aber sonst, also so Wäsche waschen kriege ich ganz gut hin. Ich habe jetzt in meiner neuen Wohnung eine Geschirrspülmaschine. Viel besser als abwaschen. Ja. Ah, neue Wohnung. Du bist ja umgezogen wieder von... Du hast 2 Monate in einer gewohnt. Mhm. Die war nur kurzfristig. Ja. Und jetzt bist du in der jetzt länger. Ja. Für so lange, wie ich will. Voll gut. Mega. In Berlin ist echt das Horror, da irgendwas zu finden. Ich hatte so ein Glück. Das ist so krass. Du bist aber auch mit deinen Eltern dahin gegangen, ne? Ja, mit meinem Papa. Ja. Das hat auch ohne den nicht funktioniert. Dann nehmen die einen auch immer ernster. Ja, und der hat dann halt auch mehrere Einkommensquellen, ja, mit meine Eltern, ich, das Praktikum, alles so, das hat dann alles so zusammengespielt. Deswegen hat das funktioniert, ein Glück. Ja, sehr cool. Planst du auszuziehen, Jana? Ich würde gerne, aber ich würde sagen eigentlich erst nach dem Studium, aber ich habe gestern tatsächlich mit Nasti darüber geredet, dass wir irgendwie zu zweit uns schon vorstellen könnten, in einer WG zu wohnen. Weil das Ding ist, wir waren so, eigentlich hätten wir Lust, irgendwie mal überhaupt eine Zeit lang in Berlin zu wohnen. Einfach mal so. Du bist die Inspo. Viel Spaß bei der Wohnungssuche. Danke. Aber man kann ja auch Glück haben, so wie du. Aber dann waren wir so, okay, ich studiere jetzt noch 1,5 Jahre und es ist ja kein Fernstudium. Ich kann ja nicht einfach von Berlin studieren. Und ich habe halt, also, wenn ich zur Uni gehe, muss ich da halt hin. Es ist jetzt nicht mehr online. Also es war eine Zeit lang online, aber jetzt halt nicht mehr. Und dann, wenn, würde ich dann nach meinem Studium irgendwie für eine Zeit lang nach Berlin. Aber dann ist Nasti halt noch mitten in ihrem Studium, weil sie fängt erst, ich glaube, im Oktober diesen Jahres an mit ihrem Studium und das geht 4 Jahre oder so. Komm zu mir. Ja. Aber dann hatten wir gedacht, warum Berlin, warum nicht einfach Hamburg? Ja. Wir können auch einfach in eine WG in Hamburg ziehen. Und Nasti hat sowieso Lust auszuziehen jetzt gerade. Und vielleicht würden wir jetzt nicht jetzt umziehen, aber in einem Jahr oder so wäre das auf jeden Fall möglich. Und darauf hätte ich auf jeden Fall Lust. Aber ich würde sagen, spätestens nach meinem Studium würde ich gerne ausziehen. Aber nicht, weil, also ich liebe meine Eltern und ich werde die unnormal vermissen. Ich glaube, ich würde auch auf jeden Fall meine Katze mitnehmen, wenn ich ausziehe, weil die kann nicht ohne mich. Warte, warte. Deine Katze. Also nur eine von den beiden. Ja. Ich würde nur Schmusi mitnehmen. Horst liebt meine Mutter. Du Assi. Nein.
Schmusi kann nicht ohne mich. Die kann nicht ohne mich. Und ich kann auch nicht ohne sie. Aber Horst, der kann ohne mich und er liebt meine Mutter. Er kann nicht ohne meine Mutter. Deswegen, ich würde auf jeden Fall Schmusi mitnehmen. Und die hassen sich. Also oh. Horst greift immer Schmusi an. Also ist so. Die sind fies. Nett. Zueinander. Die hassen sich. Süß. Ich hatte letztens das Gefühl, Horst bringt Schmusi um. Also wirklich, richtig doll. Deswegen, ja, würde ich eine Katze mitnehmen. Nett. Ich hätte so Bock. Ja, mach. Ja, aber ich würde meine Eltern auf jeden Fall richtig doll vermissen. Aber wenn du in Hamburg bleibst, kannst du mal rumkommen. Genau, deswegen, ich liebe auch Hamburg. Ich würde eigentlich ungern so wegziehen, aber so für ein Jahr oder so mal nach Berlin wäre eigentlich schon ganz cool für die Erfahrung. Glaub auch. Neue Menschen. Viele Menschen. Du. Ich. Was gibt's noch in Berlin? Ich. Mathilda. Essen. Ja, boah. Gibt's auch in Hamburg. Korean Barbecue. Noch nie gegessen. Ja, du kommst mich ja bald besuchen. Dann ich komme dich bald essen. Besuchen. Dann gehen wir da essen. Das ist ja mein Lieblingsrestaurant. Okay, machen wir. So lecker. Okay. Alle. Zu Arirang in Berlin, bitte. Aber nur Arirang Bulgogi. Der andere ist scheiße. Wow, war das gerade Hate gegen einen Essensladen? Ja. Ich habe gerade Essensladen anstatt Restaurant gesagt. Oh mein Gott. Also der geht auch, aber der andere ist halt einfach besser. Ja. Ja, verständlich. Ja. Kenne ich. Ich habe auch meine Lieblingsrestaurants. Ja. Was ist dein Type? Wie kannst du den zusammenfassen oder hast du keinen? Ich habe keinen. Ah, doch. Ein bisschen. Also nicht wirklich. Ja. Aber halt nur so langweilige Sachen, die, glaube ich, jeder sagen würde. Also ich glaube tatsächlich, ich muss jetzt ganz oberflächlich sein, aber ich möchte schon jemanden, der größer ist als ich. Mhm. Weil ich bin halt selber nicht so groß. Also ich bin 1,64, 65, irgendwie sowas. Und wenn ich halt dann jemanden habe, der genauso groß ist wie ich, dann ist das halt ein wirklich kleiner Mann. Und ich glaube, das möchte ich nicht. Okay. Ich finde Locken nicht so attraktiv, aber es ist jetzt nicht, wo ich sagen würde, oh mein Gott, geh weg. Ich mag es, wenn mein Partner älter ist als ich. Damit meine ich nicht 20 Jahre älter. Da reichen auch 2 Jahre. Aber ich glaube, ich habe mich tatsächlich am Schwanken gemerkt. Ich glaube, es stört mich nicht mehr, wenn er jünger ist als ich. Ja. Das macht mir Sorge. Wieso macht dir das denn Sorgen? Weil das für mich immer so ein No-Go war. Ich habe also auf gar keinen Fall. Ich habe ihm auch immer gesagt, wenn er einen Tag jünger ist als ich, nein. Wenn er einen Tag älter ist als ich, ist ja. Wie komisch. Ja, aber ich habe mich ein bisschen am Schwanken bemerkt. Krass. Also mein Freund war 1,5 Jahre jünger als ich. Das weiß ich sogar. Ja. Aber ich glaube, also mir hat das letztes Jahr jemand gesagt und ich wollte ihn nicht verstehen, aber mittlerweile verstehe ich es, weil wenn man einen großen Altersunterschied hat, dann ist man halt einfach mental in anderen Situationen gerade in seinem Leben, aber auch nicht nur mental, sondern zum Beispiel, wenn derjenige halt noch zur Schule geht, dann ist das was anderes, als wenn du alleine wohnst. Ja. Und ich kann mir das schon vorstellen, dass das problematisch wird. Ja, das verstehe ich auch. Also bei mir war das dann ja auch so, dass der, als ich schon studiert habe, schon lange eine Ausbildung macht. Also von daher, wenn die Lebenssituationen ähnlich sind, dann ist das, ich würde nicht sagen, das Alter ist egal, auf gar keinen Fall, aber wenn das Alter jetzt nicht so dramatisch ist, dann würde ich sagen, dann ist das egal. Ja. Ja, muss man halt schauen, wie es passt. Ja. Ich glaube aber, ich tendiere 14 und 18 ist jetzt nicht so cool. Ich weiß es nicht. Ich finde immer, ich will da eigentlich nicht so urteilen, was so Altersunterschiede angeht. Ich schon. Also ich finde 20 Jahre ist ein bisschen heavy, aber ich denke mir halt so, ja Junge, wenn, keine Ahnung, wenn er 60 und sie 40 ist, juckt ja, doch auch okay. Nicht. Ja, und die haben sich ja auch irgendwann mal kennengelernt. Zum Beispiel Freunde von unserer Familie, so, die haben halt einen Unterschied von 13 Jahren. Das ist auch echt viel. Aber die haben sich bestimmt schon erst kennengelernt, als die schon so mäßig erwachsen waren. Ich finde halt, wenn das noch so in den Teen-Jahren sind, also so bis 18 und dann man so, keine Ahnung, 16 ist und der Freund ist 21, dann finde ich das schon doll. Ich weiß nicht, ich will da nicht urteilen. Verstehe ich. Ich habe da halt selber auch mal den einen oder anderen gehabt, der ein bisschen älter war als ich. Ja, das weiß ich. Ja, lustig. Ja, aber also ja, mein so Gott. Beziehungsmäßig meine ich aber. 9 Jahre hin oder her, was ist das schon? 9 Jahre. Ja, crazy. Wenn du in einer Beziehung wärst, würdest du es posten? Gute Frage.
oft drüber nachgedacht. Echt? Erstmal natürlich ihn fragen, ne? Also natürlich. Kommt natürlich drauf auf die Person an, aber ich bin jetzt hetero, also rede ich von Männern. Ja, also ich würde erstmal natürlich ihn fragen, ob er das überhaupt möchte. Wenn nicht, dann ist sowieso entschieden. Ja. Wenn ihn das nicht stört, dann keine Ahnung. Wenn er das unbedingt will, dann ist auch irgendwie komisch, weil wieso willst du es unbedingt? Das finde ich auch sehr komisch. Aber ich weiß nicht. Also ich würde auf jeden Fall eine Weile warten. Wie lange ungefähr? Boah. Bis dein Bauchgefühl sagt. Ja. Mhm. Ja. Auf jeden Fall, bis man halt so auch wirklich zusammen ist. Und ich glaube auch niemals so mit, hey, komm mal, ich bin hier mit Ed bla bla bla. Mhm. Sondern dieses typische Private but not secret. So, man würdest mal, du sein Gesicht zeigen? Man sieht meine Hand und ich glaube nicht. Ja. Oder nicht zu Anfang. Ich glaube, irgendwann wird es schwierig, das zu verheimlichen. Mein Gott, ich will jetzt nicht so tun, als würde ich so 5 Millionen Abonnenten haben und jeder würde mich fotografieren. Aber ich glaube, irgendwann wird es schwierig, weil sobald du irgendwas halt geheim halten willst, nervt es die Leute. Mhm. Und dann denke ich, wird man irgendwann gezwungen dazu. So. Weil sonst macht es halt jemand anderes. Ja. Aber ich weiß nicht, vielleicht interessiert sich auch niemand aber für das meinen Freund. Nein, aber das verstehe ich voll. Weil es, das, sowas ist ja, ich war ja letzte Woche mit TikToker, aber sowas ist ja genau das, was ihr geschickt wird. Ja. So, das ist ja so, weil die denken, das juckt jeden. Oh mein Gott, okay, sie will eine Sache geheim halten, eine Sache ist passiert, das muss ich jetzt sofort an die Öffentlichkeit bringen. Das meine ich. Das denken halt viele. Und das, deswegen kann ich auch die Angst verstehen, dass es dann halt schwer ist, dann das überhaupt geheim zu halten. Deswegen, warum geheim halten einfach? Ja, hast du schon recht. Aber ich würde es auch erst öffentlich machen, wenn es schon ein bisschen fester ist. Ja, ich finde das halt immer dann so schwierig, am Ende dann auch so Statements machen. Ich bin nicht mehr mit meinem Freund zusammen. Hast du ja Erfahrung, ne? Habe ich Erfahrung mit. Zweimal. Oh Gott. Das ist echt gottlos, muss man schon sagen. Ich glaube, ich habe es nie gemacht. Ich habe ja die zweite Beziehung so ein bisschen in die Öffentlichkeit gezogen gehabt, aber auch nicht so wirklich. Habe ich gar nicht mitbekommen. Nee, da war ich auch noch ganz klein. Noch ganz mini. Klar. So ein Baby. Aber er hat es ja voll in die Öffentlichkeit gezogen. War so unangenehm. Ich saß teilweise im Unterricht und die Reihe hinter mir, er hat dann so TikToks gepostet, wo er sich gefilmt hat und dann drüber geschrieben hat, sie hat Schluss gemacht. Und dann hinter mir, ich höre nur so, sie hat Schluss gemacht. Ja, aber das ist ja eher für ihn peinlich, ne, dass er sowas postet. Das war echt unangenehm. Für ihn, für dir muss das nicht unangenehm sein. Du hast ja Schluss gemacht. Ja, ein Glück. Ein Glück. Ein Glück. Glücklicherweise hast du Schluss geschafft. ja. Wärst du... ich glaube, wir haben da vorhin ganz kurz drüber geredet. Ich weiß überhaupt nicht, ob das jetzt im Podcast war oder ob das privat war. Wärst du abgeneigt, irgendwie was zu haben mit Leuten, die auch... Influencer sind oder würdest du... Haben wir privat drüber geredet. sorry. Weil das Ding ist, dann verstehen die ja das, was du gerade machst und ahnen das. Ja, ja, ich weiß. Und ich finde das auch eigentlich schön, weil ich habe auch... ich habe mich wohl schon mal mit jemandem so auf Flirty-Basis getroffen, der auch in dieser Branche tätig ist. Und das ist natürlich einfach anders, weil so, es nervt die Person dann nicht, wenn du... eine Story dreimal aufnimmst, weil die kennen das halt auch. Ja. Und es nervt dich auch nicht, wenn du sie mal fragst. Also ich glaube, vielen Menschen, die nicht mit Social Media am Hut haben, nervt es auch nicht, wenn du sie fragst, ob sie Fotos von dir machen, aber schon eher als Leute, die es halt auch machen. Weil dann und du kannst dich halt voll gut gegenseitig unterstützen, weil ihr könnt euch zusammen so überlegen, was man so für Ideen machen kann, was man posten kann, wie man die Idee umsetzt und all sowas. Und ich glaube schon, dass das ein Riesenvorteil ist, wenn du mit jemandem bist, der eben da selber auch drin tätig ist. Weil er halt auch einfach, wenn zum Beispiel mal eine Hate-Welle kommt oder so, dann kann dein Partner dich dafür stehen, weil er das vielleicht auch schon mal durchgemacht hat oder so. Das kann halt jemand, der überhaupt nichts damit zu tun hat, überhaupt... Alles nicht. Aber ich würde auch auf gar keinen Fall sagen, so, er muss was damit zu tun haben. Ja. Und nein. Es ist halt nur mal ein Ob das okay für dich wäre, wenn der das ist, auch macht. Es ist halt nur mal ein Fakt, dass viele Leute in dieser Branche sehr abgehoben sind. Und der ein oder andere Kerl, den man dann kennenlernt. Boah, ja. Ja. Ist halt schon doll manchmal. Mhm. Deswegen, ich bin auch eigentlich ganz froh, wenn ich nicht so viel mit denen zu tun habe. Ja. Ich wünschte, die wären einfach, würden was mit Social Media am Hut haben und wären alle bodenständig und nett. Ja.
Das wäre ein Traum. Also sagst du, hast du viele kennengelernt, die nicht so bodenständig und nicht so nett waren? Ein paar. Ja. Krass. Was jetzt, wo wir auch gerade dabei sind, so mit so nicht so nett und nicht so bodenständig, was sind No-Gos bei Typen? Fragen, ob man die Pille nimmt oder ob man noch Jungfrau ist. Ja. Meinen wir jetzt No-Gos oder reden wir schon über X? Wollen wir, ja, wir können bei X und No-Gos bei Typen. Willst du anfangen? Fang du an. Digga, keine Ahnung. Ich liebe ja Arirang. Das ist ein koreanisches Barbecue-Restaurant. Mhm. Und da isst man mit Stäbchen. Schon vorher kann ich mit Stäbchen essen. Das sind halt alles so Dinge. Das ist aber nicht so schlimm. Das finde ich nicht so schlimm. Aber was, wenn ich mit Stäbchen runterfallen, während er damit versucht zu essen? Stell mal vor, die besucht einer und dann übernachtet der bei dir. Und dann sagt er so, ich habe mein Nachtlicht mitgenommen. Ist das okay, wenn ich das jetzt anmache? Oder er kann nicht mit geschlossener Tür schlafen. Oder ich so, Digga, ich bin ja ein Psycho, ne? Also ich brauche Dunkelheit und Ruhe, um einzuschlafen. Ich habe auch immer so ein Gesicht. Oh mein so Gott, Maske. Größter Ick. Wenn er ein Hörbuch braucht zum Einschlafen. Ey, das bin ich. Ich kenne jemanden, der macht auch Social Media. Und der muss einfach immer einen Föhn anhaben. Sonst kann er nicht einschlafen. Wieso? Ich weiß es nicht. Ich meinte so, hey, probier doch mal Hörbücher aus. Er sagt so, nein, das geht nicht, ich brauche einen Föhn. Der Föhn muss an sein, die ganze Nacht. Das ist nicht komplette Verschwendung. Aber dann brauchst du ja doch nicht Ruhe und Dunkelheit. Du brauchst ja Dunkelheit und Hörbuch. Ja, ich brauche Dunkelheit und Hörbuch. Weil mit Ruhe, dann ist mein Kopf zu doll an. Weißt du, was ich meine? Weil ich denke über alles nach. Ich kann das gar nicht. Denkst du dann immer über alles nach? Nein, ich schlafe dann einfach ein. Oh. Cool. Ja, also ich kann mit jemandem zusammen sein, der ein Hörbuch beim Einschlafen braucht. Okay. Aber du kannst auch ohne einschlafen. Du bist gestern auch ohne eingeschlafen. Echt? Ja. Aber ich war super müde auch. Ja, ein Glück. Wenn ich super duper müde bin, dann kriege ich das auch so hin. Ja, ein Glück. Ich brauche nicht immer ein Hörbuch. Also ich höre gerne Hörbücher, das ist mein Hobby. Ja, oder wenn er irgendwas im Fernsehen anmacht und dabei dann einschläft. Das mag ich auch nicht. Bäh. So, wozu? Mach's doch aus. Hörbücher sind ja extra zum Einschlafen. Auch ein No-Go. Scheiße, Mann, ich hab's vergessen. Scheiße, Mann. Was ist denn ein Ick von mir? Ein Ick ist angeben. Ich mag das nicht, wenn Leute angeben. Aber mir sind es Drogen. Drogen, ja, auch schlimm. Bin ich raus. Ja. Rauchen mag ich nicht so gerne. Magst du rauchen? Ja, manche finden halt Rauchen attraktiv. Für mich ist das nicht so attraktiv tatsächlich. Ich finde, das stinkt. Warum lachst du so? Ich finde, das stinkt einfach. Ach so, musst du lachen wegen einer anderen Sache? Hast du schon mal geraucht, Jana? Ach so, ja, natürlich. Das hat man ja mal ausprobiert. Hast du schon mal geraucht, Mathilda? Warum lachst du? Hä, natürlich hat man das mal ausprobiert. Okay. Damals mit meiner besten Freundin. Von ihrer Mutter haben wir Zigaretten geklaut und haben das dann ausprobiert. Als ob. Ja, und dann meinte sie so, Jana, mach mal so. Und hat sie das mir so gezeigt, sie so, mach mal so. Und ich so einatme. Und ich dachte so, ich wusste halt nicht, dass das dann so durch die Lunge geht und dass ich dann so absolut am Verrecken bin. Und ich mach so, ich so. Und dann ich hab fast gekotzt. Das war so schlimm. Oh Mann. Ja. Hast du schon mal geraucht? Ja. Mathilda ist Kettenraucherin, Leute. Das ist gelogen. Spaß. Ich habe dich tatsächlich noch nie rauchen sehen. Echt nicht? Mm-mm. Ja, ich finde Zigaretten auch echt eklig. Ja. Schmeckt nicht. Nö. Riecht auch nicht so nice. Ich finde am schlimmsten, wenn Lehrer damals nach Zigaretten und Kaffee gerochen haben. Also die haben so Zigaretten geraucht und danach einen Kaffee getrunken. Ich hasse aber auch den Geruch von Kaffee. Ich auch. Ich mag nicht so gern Kaffee generell. Ich hasse Kaffee. Ja. Das waren ja coole X gerade. Ja, mein Ex hat zu Hause geraucht, im Zimmer. Und wenn ich da war und dann wieder gegangen bin, dann habe ich immer wie so eine halbe Kneipe gestunken. Das ist schon ein bisschen eklig. Ja. Mhm. Er hat sich immer Geld für seine Zigaretten bei seinen Eltern abgeholt. Und die wussten, dass es für Zigaretten ist? Ja, ja. Oh,
Okay. Ja. Boah, ein Ick für mich bei Typen sind auch Füße. Ich weiß. Wenn die so irgendwie ausstrecken. Das ist ganz komisch bei mir. Also wenn die so ganz komisch strecken. Du hast generell Füße. Ich mag ja generell nicht so gern Füße, aber das ist echt für mich richtig schlimm. Aber Jana liebt Füßeln. Nee, du liebst Füßeln. Ja. Eine Frage, die ich dir auch noch stellen wollte, ist, du warst ja letztens mit Dagi B unterwegs. Und alle waren so, oh mein Gott, Dagi und Mathilda, wieso? Und ich war auch so, Dagi und Mathilda, wieso? Wieso nicht Dagi und Jana? Wieso nicht Dagi und Jana? Wieso nicht Dagi, Mathilda und Jana? Wieso nicht Jana mit Dagi? Dachte ich mir halt. Kriegen wir irgendwann noch hin. Ich glaube, ich würde heulen. Auf jeden Fall, ich habe dann Mathilda geschrieben. Ich so, was ist da los, Mathilda? Was passiert hier gerade? Sie so, ach so, ja, Musikvideo. Ich so, ach so, ja, schön, good to know. Dann einfach, die waren ja in Paris und in Amsterdam. Ja. Und als sie in Paris waren, haben die mich per FaceTime angerufen. Dagi B hat mich per FaceTime angerufen, Leute. Und es war wirklich es wäre das Schönste gewesen überhaupt, wäre ich rangegangen. Ich bin nicht rangegangen tatsächlich und ich habe Mathilda geschrieben, ich so, ey, ich bin gerade mit meiner Familie in Irland, sorry, ich kann gerade nicht. Sie sagt, Jana, du verpasst was. Ich sag so, wie, ich verpasst was? Ich rufe direkt zurück. Ich habe 80 Mal zurückgerufen, die sind nicht rangegangen. Ja, und dann, sie schickt mir das Screen Recording. Digga, die haben das so lange klingeln lassen. Und dann war Dagi da so und hat da so gewartet. Wir standen die ganze Schlange vorm Louvre und wir haben die ganze Zeit versucht, dich anzurufen. Es war so schlimm. Ich habe geweint danach. Ich war richtig. Ich war auch nicht. Ich war 2 Stunden nicht ansprechbar. Meine Familie durfte nicht mit mir reden. Es war richtig schlimm für mich. Es war so dramatisch. Ich habe das erstmal jedem erzählt und dann habe ich meine enge Freunde-Story auf Insta damit vollgespammt. Ich hab's gesehen. Ich hab's Dagi gezeigt. Hast du nicht. Hab ich doch. Was hat sie gesagt? Sie meinte, oh nein, die Arme, wir versuchen später nochmal. Haben die nicht? Doch. Doch. Aber ich habe den Anruf nie bekommen. Wir haben dich 3-mal angerufen. Aber ich habe den Anruf wirklich nie bekommen, weil ich habe mein Handy auf laut gehabt und alles danach, weil du meintest ja, wir versuchen es nochmal. Wir probieren es bald nochmal. Ist okay. Bald. Ich bin einfach nächstes Mal dabei als Kamerafrau. Als Lichthalterin. Als Lichthalterin. Ist immer gebraucht. Okay. Ja, frag mal an für mich, danke. Mach ich. Super. Aber wie war's? Erzähl alles. Von vorne bis hinten. Nein, also Musikvideodreh war sehr cool, hat sehr viel Spaß gemacht. Wir haben das ja so vlogmäßig gemacht. Können wir an dieser Stelle kurz Werbung machen? Ja, mach. Ja, also Hoodie von Amir the Kid, sein neuester Song. Baba, 10 von 10. Jana hat ihn gestern auch gehört. Ich habe die ganze Zeit auch einen Ohrwurm davon gehabt. Es ist auch ein Ohrwurm-Ding. Ja, es ist ein richtiges Ohrwurm-Ding. Sehr blau und sehr modern. Wenn du lügen kannst, du mein Verleib für mich sein kannst. Und wenn nicht, dann bleib für eine Zeit lang. Sehr kleine blaue Tanzen. Okay. Ja, also war sehr, sehr cool. Hat sehr viel Spaß gemacht. War super entspannt. War ja auch sehr persönlich. Also wir waren ja tatsächlich nur zu viert unterwegs. Ja. Da waren wir zuerst in Paris. Ich war noch nie in Paris. Ich war das erste Mal in Paris. War sehr, sehr schön. Wir hatten ein traumhaftes Hotel, einfach original 3 Minuten vom Eiffelturm entfernt. Das war so krass. Das war so cool. Ja, um 0 waren wir dann beim Eiffelturm. Hat natürlich nicht geblinkt. Trauriger Moment. Was viel schlimmer war, neben uns waren so 40 Mamas. Mhm. Und die eine hatte halt Geburtstag. Oh nein. Und die sind zum Eiffelturm um 0 Uhr, damit der glitzert, wenn sie halt Geburtstag hat. Und der hat einfach nicht geglitzert. Das ist traurig. Das tat uns so leid. Weil die waren halt auch deutsch. Also die haben die verstanden. Oh, das war so traurig. Aber du hattest Spaß. Ich hatte Spaß. Das ist toll. Dann in Amsterdam waren wir auch noch auf dem EDM-Festival. Mhm. Weil der beste Freund von Dagi da aufgelegt hat. War auch so cool. War riesig. Richtig cool. Das sah auch richtig cool aus und war echt nice. Ich gönn's dir vom Herzen. Ich frage mal, ob sie noch eine Kamerafrau brauchen. Ja, ich kann auch, wenn die wollen, kann ich ja auch im Hintergrund einfach so mit dem Handy alles filmen und dann so Backstage-Sachen. Ich schneide das auch. Ich mache auch ein Voice-Over, wenn die wollen. Machst alles. Ich kann auch Soundeffekte lernen. Machst auch die Saftschubse? Ja, mache ich. Ich mache das alles. Okay, ich leite das mal weiter. Ich kann, wenn die sagen, ich brauche einen Kaffee, ich renne.
Aber Dagi macht ja mal Latte Art neuerdings. Hast du gesehen mit den kleinen Herzchen? Ich lerne das. Machst du einfach noch besser als sie? Ich mach's noch besser. Ich bringe ihr das dann bei. Du ihr das bei. Das will sie dann bestimmt. Ja. Sie ist mir letztens auf TikTok wieder gefolgt. In meiner ersten Podcast-Folge habe ich erzählt, dass sie mir auf TikTok aus Versehen gefolgt ist und dann wieder entfolgt ist. Leute, und jetzt kannst du erzählen. Sie ist mir extra gefolgt, glaube ich. Hoffe ich. Also ich habe ihr erzählt, dass du sehr traurig warst und dass es die schönsten 48 Stunden deines Lebens waren. Ja. Und das tat ihr sehr leid. Ja. Und jetzt ist sie dir wieder zurückgefolgt. Danke, Dagi. Ja, so cool. Okay, eine Frage. Oh mein Gott, das hat tatsächlich Paul vorgeschlagen. Oh. Muss ich mir jetzt Sorgen machen? Nein. Hast du jemals irgendeine komische DM von einem Influencer bekommen? So Anmache, meinst du? Ja. Von einem Influencer? Oder irgendjemand, der bekannt ist? Boah, keine Ahnung. Also nichts, was dir so im Kopf geblieben ist? Ich glaube nicht, nee. Also so ein paar seltsame Sachen, aber halt nicht so, wo man denkt so, wow, das ist super komisch. Ja. Also nee, nichts Spannendes. Schade. Irgendwelche No-Name-Fußballer mit blauen Haken. Mein Gott, immer diese Fußballer. Wie haben die alle blauen Haken? Ich frag mich das auch. Ich glaube einfach, weil die einmal im Fernsehen waren, weil die einmal ein Spiel hatten. Wer sind die? Das sind immer irgendwie neue Spieler und die sind meistens noch so 18, 19. Nee, ich hatte auch schon Ü40. Boah, mir hat mir irgendein Bachelor geschrieben. Ich habe letztens auf einem Event zwei Bachelor gesehen und er meinte, und auf einem anderen Event habe ich auch noch einen Bachelor gesehen und da meinte meine Freundin so, also Nelly meinte so, Jana, da ist ein Bachelor. Ich so, Bachelor? Ich drehe mich so und der war hinter uns. Es war so peinlich, aber ich kenne die eh alle nicht. Ich guck das nicht. Schade, ich würde das gerne gucken, einfach nur so, um dann mich zu freuen, um die zu, weißt du, weil die freuen sich ja alle immer. Nee, aber. Ja. Aber nichts Spannendes. Interessant, trotzdem. Aber. Ja, nee. Okay. Worüber, jetzt wo wir gerade auch darüber geredet haben, dass Dagi mir gefolgt hat, worüber hast du dich richtig gefreut, dass dir jemand zurückgefolgt ist? Boah, ich war schon richtig geflasht. Milane, da war ich schon so, wow. Ja, ich auch damals. Wow. Weil Milane ist mir tatsächlich gestern erst gefolgt. Also auf Instagram, auf TikTok folgt sie mir schon ein bisschen länger. Aber da war ich echt so, wow. Ja. Boah, ich hatte einen richtig, richtig, richtig heftigen Fangirl-Moment, als Jonas Ems mir auf TikTok zurückgefolgt ist. Ich habe seine YouTube-Videos früher immer geguckt. Und dann ist er mir zurückgefolgt und dann war der plötzlich bei Freunde und ich war so, nein. Nein. Das ist cool. Nein. Ja. Doch, das war so, glaube ich, ein Schlüsselmoment. Mir ist auch mal, als eins meiner Videos so ein bisschen international gegangen ist, also halt auch im Vereinigten Königreich halt angezeigt wurde, ist mir eine Influencerin gefolgt, die hat so richtig rote Haare. Also die kennt man wahrscheinlich nicht so, weil die ist halt nicht aus Deutschland. Ja. Aber die hat auch so 800.000 Abonnenten oder so. Und das war halt so wirklich eine der ersten, die ich jemals auf TikTok gefolgt bin. Und die ist mir dann zurückgefolgt wegen so diesem Video. Und da war auch so. Wie heißt die? Boah, peinlich, keine Ahnung. Ich fand die früher so schön. Ja, normal. Also ich finde die immer noch schön, aber die hat leider ihren Hype verloren. Ich finde die trotzdem toll. Ja, kenne ich. Wollen wir jetzt einen Cut machen und jetzt lese ich dir Zuschauerfragen vor? Ich bin sehr gespannt. Weil wir haben gestern einen Fragesticker in meine Story gemacht, das mache ich immer, wenn Gäste kommen. Und dann lese ich immer ein paar Fragen vor von Zuschauern. Direkt die erste Frage ist, Stellungnahme zu Syme. Ja, also alles easy, wir sind cool, soweit ich weiß, aber wir haben nichts mehr miteinander zu tun. Also wir haben gar keinen Kontakt mehr. Wir haben uns einmal jetzt noch, seitdem ich umgezogen bin, haben wir uns einmal gesehen, haben uns getroffen. War auch nett, aber ja, keine Ahnung, wenn man sich sieht, sagt man sich hallo. Und wie gesagt, ich glaube, es ist alles cool, aber halt nichts mehr miteinander großartig zu tun. Aber kein böses Blut. Und kann ich das vielleicht kurz erwähnen, weil dann sind die Gerüchte vielleicht nicht vorbei. Wir waren tatsächlich nie zusammen und ich bin nicht Simes Ex-Freundin. Dankeschön. Wichtig. Wirklich wichtig, so. Das zu erwähnen. Ja, also Eugen dachte halt auch, ihm wurde das so erzählt, ne? Ihm wurde erzählt, ich bin die Ex-Freundin von Sime. What the fuck? Und ich war so, nee. Ja, okay, fertig. Okay, nächste Frage. Eine hat gefragt, erstes Mal, was ist wichtig? Wohlfühlen.
ganz wichtig, finde ich es am besten. Eigentlich ist scheißegal, mit wem, Hauptsache du fühlst dich wohl. Ich hatte das mit meinem ersten Freund. Ich würde es Leuten empfehlen, das mit jemandem zu machen, in dem man verliebt ist. Mhm. Aber wenn es halt eine andere Situation ist und du Bock hast und er Bock hat und du dich gut fühlst und er sich gut fühlt und alles passt, dann mach, was immer du willst, mit wem auch immer du willst. Ja, wichtig. Das ist mein Tipp. Finde ich gut. Wie war es, deinen 18. Geburtstag alleine und weg von Familie und Freunden zu feiern? Traumhaft. Echt? Ja. Würdest du es nochmal machen? Ja. Ja? Ja. Also ich hatte halt 16. und 17. Geburtstag, habe ich beide versucht, bei mir zu Hause eine Hausparty zu schmeißen. Mhm. Und es ist beide Male in die Hose gegangen. Ich fand es furchtbar. Ich habe mich unwohl gefühlt. Es war scheiße. Ich habe geheult. Es war kacke. Und dann habe ich mir überlegt, für den 18. ich will endlich mal einen schönen Geburtstag wieder haben. Und dann habe ich eigentlich, wollte ich jemanden halt, weil ich habe da schon in Berlin gewohnt. Und das, ich hatte an einem Montag Geburtstag. Deswegen konnten meine Eltern halt auch nicht da sein, weil die ja auch arbeiten müssen. Im Nachhinein hat sich übrigens rausgestellt, dass sie sich für den Tag frei nehmen wollten und alles. Habe ich aber natürlich nicht gewusst, als ja. Dann hatte ich meinen Urlaub schon gebucht. Aber sie waren mir auch, also sie waren ein bisschen traurig natürlich. Was heißt ein bisschen? Ich glaube, sie waren sehr, sehr traurig und auch ein bisschen sauer. Aber es hat sich alles wieder gelegt, ist alles wieder gut. Aber ich habe eigentlich Freunde gefragt, ob die halt so bei mir dann von Sonntag auf Montag halt pennen, damit ich halt an meinem Geburtstag nicht alleine aufwache so mäßig. Aber da hat halt auch keiner Zeit. Und also mich hast du nicht gefragt. Ich wusste auch, ja, ich habe zwei Leute gefragt. Und dann habe ich mir so gedacht, so nee, ich habe irgendwie keinen Bock, so alleine an meinem Geburtstag aufzuwachen. Und dann war ich so, hey, wieso fliegst du nicht einfach weg? Ja. So, wieso machst du es nicht einfach? So, ich meine, was spricht dagegen? Das war super spontan, oder? Die Idee kam mir tatsächlich beim Zähneputzen, ja. Es war, glaube ich, 4 oder 5 Tage vorher. Krass. Und dann habe ich gesucht und habe einen recht guten Deal gefunden, so für so spontan. Also ja. Ich glaube, ich war 4 Tage weg und ich habe 600 Euro bezahlt. Aber halt für alles und auch All-Inclusive-Hotel und so. War echt schön. War ganz süß. Ich habe tatsächlich sogar an meinem Geburtstag am Abendessen einen Geburtstagstisch bekommen. Süß. Dann hat er mir noch so Champagner eingeschenkt und so. Und ich war auch der einzige Tisch mit einer Kerze. Und das Lustige war, an dem Abend war Stromausfall im Hotel. Und das ganze Restaurant war halt dunkel, nur ich hatte da meine kleine Kerze stehen. Das ist aber super süß. Das war echt sweet. Cute. Ja, und dann saß ich um 0 Uhr am Strand und hab Musik gehört und hab alleine mein Geburtstag. Ich fand's so geil. Ja. Ich würde es jedem empfehlen zu machen. Einfach einmal. Es war so, ich würde es jedes Jahr machen. Echt? Ich fand's so schön. Aber gut. Ja. Was gibt es etwas, was dich zu einem besseren Menschen gemacht hat? Nein. Bestimmte Menschen im Umfeld oder so. Ja, ich denke schon, mit den Menschen, mit denen man sich umgibt, haben einen großen Einfluss auf dich selbst. So. Mhm. Also zum Beispiel, wenn ich mit Jana bin, dann mag ich mich sehr gerne, weil ich mag Jana sehr gerne. Ja. Auch Social Media, glaube ich, hat mich tatsächlich, also was heißt tatsächlich, hat mich groß gelenkt natürlich. Ich bin viel selbstbewusster. Also ich bin immer noch super schüchtern. Ja. Ich glaube, die Mädels hier haben es vorhin auch gemerkt. Ja, ich brauche halt ein bisschen, um warm zu werden, aber dann bin ich auf jeden Fall auch ziemlich selbstbewusst und fühle mich wohl in meiner Haut und das ist auch nur dank Social Media so, deswegen. Ja. Wie gehst du mit dem ganzen Hate auf deinen Nachmachern auf TikTok um? Oh, ja, schwierige Geschichte. Ich bin da ja beim ersten Mal, als ich das so wirklich mitbekomme, ein bisschen emotional geworden und es war auch echt ein Fehler, weil es war richtig dumm. Nicht nur für mich, sondern auch für sie war richtig scheiße. Mhm. Und es tut mir auch wirklich leid. Also ich habe mich auch damals entschuldigt bei ihr und auch öffentlich. Und ich meine, ja. Das ist ernst, weil es hat mir wirklich unfassbar leid getan. Ich habe halt im Nachhinein auch rausbekommen, dass sie noch echt krass jung ist. Und nicht, dass das irgendeinen Unterschied machen sollte, aber es ist natürlich schon was anderes. Ja. So. Und ja, es ist jetzt alles gut. So, wir haben jetzt keinen Kontakt miteinander oder so, aber wir hassen uns auch nicht. Also ich hasse sie nicht. Ja. Und ich glaube, sie hasst mich auch nicht. Ist okay. Ich muss es ja eigentlich als Kompliment nehmen. Es ist für ja, mich, natürlich. Ist wenn für jemand irgendwie so Outfits oder so 1:1 nachstellt, dann ist es, weil die es ja gemocht haben bei dir. Ja. Und weil die halt wie du sein möchten. Ja. Also wie gesagt, ich versuche es als Kompliment zu nehmen auf jeden Fall. Nur das erste Mal war halt ein bisschen, ja, war was Neues für mich. Hätte ich nicht gedacht, dass jemand sich so
an mir orientieren würde. Deswegen, ich will das auch gar nicht so thematisieren. Am Ende geht das wieder von vorne los. Nee, alles gut. Wir können das auch gleich rausschneiden, wenn du möchtest. Nein, ist schon okay. Okay. Tampons oder Binden? Tampons. Ja, ich finde halt, also generell, also das Ding ist, ich trage halt Periodenunterwäsche ganz oft und das ersetzt halt dann Binden, weil ich trage, wenn, dann würde ich halt nachts Binden tragen, weil Tampons sollte man ja eigentlich nicht über Nacht tragen. Ja, ich weiß. Aber es gibt irgendwie jetzt irgendwie Tampons, die man extra über Nacht auch tragen kann, die benutze ich manchmal, aber da benutze ich Periodenunterwäsche. Nee, ich trage tatsächlich immer Tampons. Ja, kann ich aber auch verstehen, ist eigentlich am easiesten. Kannst du mal über das Thema Solarium sprechen, hat jemand gefragt. Ich gehe da hin. Ich verstehe auch nicht, was jetzt da die Frage war. Also ich habe mich schon mal ein bisschen schlau gemacht, weil es gibt verschiedene Banker auf jeden Fall. Gott, ist das peinlich, ich habe gerade den Namen dieser Bank vergessen. Das ist echt unangenehm. Aber es gibt auf jeden Fall, es gibt die klassische Solariumbank, die ist auch echt schädlich so für die Haut. Aber es gibt auch, Kollagenbänke. Und die sind tatsächlich sogar gut für die Haut. Also Das klingt jetzt wahrscheinlich ein bisschen komisch so, weil Solarium ist ja eigentlich immer alles schlecht oder immer alles scheiße. Aber Kollagenbänke sind tatsächlich gut für deine Haut und die helfen dir auch mit deinem Hautbild. Sunpoint hat auch Kollagenbänke. Und ja, also ich gehe dahin auf Kollagenbänke. Aber ja, also die machen halt auch braun. Aber die sind nicht, also die sind halt nicht schädlich. Ja. Aber ich glaube, viele Leute denken halt immer noch, dass Solarium immer alles schädlich ist. Ja, ich bin so ein Mensch. Ich werde aber auch nicht braun. Krise. Ja, du bist noch knallrot. Ja. Das hat Mathilda live mitbekommen. Boah, mein Arsch, ist, man sieht den Abdruck immer noch, ne? Leute, wir waren ja zusammen im Urlaub, ne? Und wir sind beide eingeschlafen am Strand. Und bei mir war das vorne und bei ihr war es hinten. Wir haben so gottlosen Sonnenbrand wir bekommen. Wir hatten so einen schlimmen Sonnenbrand. Das war am letzten Tag, Leute. Bei mir nicht. Bei ihr nicht. Bei mir war es am letzten Tag. Bei mir war es am letzten Tag. Bei dir war das, ich glaube, mittendrin. Und du hattest, das Ding ist, du hattest ja so eine, so ein Bikini an, wo du sogar meintest am Anfang, eigentlich wolltest du eine andere Hose davon, aber die hatten die nicht mehr. Nee, also. Ah nee, du wolltest eine andere Farbe. Nein, nein, genau. Also es ging um die Farbe, weil ich fand die Farbe vom Bikini an sich so schön. Ja. Und die Hose war halt jetzt, es war halt keine dünne Bikinihose, sondern halt so ein bisschen bedeckter. Ja. So ein bisschen. Und deswegen war dann ihr Po war dann weiß und der Rest war rotbraun. Ich schwöre. Also mittlerweile ist es nichts mehr rot. Ja. Aber man sieht den Abdruck immer noch von dieser Bikini-Hose. Bei mir sind auch noch Abdrücke. Es ist so komisch. Ich habe am Rücken auch immer noch so von dem kleinen Streifen von dem Bikini-Oberschein. Ja, es ist so schlimm. Aber es war sehr lustig. Es ist jedes Mal, wenn das jemand sieht, ist immer so. Ja, ist noch von letztem Jahr August. Erzähl mal über deinen ersten Kuss und könnt ihr mich grüßen? Ich heiße Anna. Hallo Anna. Hallo Anna. Oh mein Gott, ich habe das noch nie gemacht. Wie cool. Also schon mal jemand gegrüßt, aber ja, nicht so. Ich auch nicht. Echt nicht? Nee, das ist auch das erste Mal. Oh, jetzt werden viele Anfragen kommen. Soweit ich mich erinnern kann, hatte ich meinen ersten Kuss mit meinem immer noch Freund seit der dritten Klasse, ja. Ach ja. Ja, seine kleine Schwester hat ihn in ein Spider-Man-Kostüm gezwungen und mich in ein kleines Prinzessinnen-Kostüm. Wie alt wart ihr? Das müsste zweite, dritte Klasse gewesen sein, okay. Also so 7, 8. Ja. Ja, und dann hat sie uns gesagt, dass wir uns jetzt küssen sollen und dass wir uns auch für 10 Sekunden küssen sollen. Oh. Also standen wir da so für 10 Sekunden aneinander. Okay, ja, cool. Das ist so meine erste Memory an meinen ersten Kuss. Süß. Beschreibe Jana in 3 Worten. Oh Gott. Faro musste mich auch in 3 Worten beschreiben und sie hat richtig scheiße gemacht. Oh. Okay, fangen wir an. Ich liebe Jana, wirklich. Ganz dolle. Also ich würde auf jeden Fall sagen, ein sehr liebevoller Mensch. Wirklich, denkt immer an ihre Freunde zuerst. Wieso dieser hässliche Blick? Sorry, mir ist sowas unangenehm. Dann natürlich wunderschön, falls ich optisch auch noch bewerten darf. Ich liebe Jana. Sie ist, Oh mein Gott, hör auf. Okay, können wir das überschreiben? Und als drittes... Oh, ich weiß es nicht.
Kann man einfach perfekt sagen. Oh, ja, bin perfekt. Ich ja auch. Ein perfekter Mensch. Ich glaube, die Person hat sich was viel Intimeres gewünscht. Ich glaube, die dachte einfach so lustige Sachen. Ich dachte halt auch lustige Sachen. Aber so. Für dich war es ja gerade full ernst. Spaß, danke. Loving you so much. Willst du mich auch in drei Worten beschreiben? Soll ich dich in drei? Okay. Okay, warte, ich muss kurz nachdenken. Okay. Aber du bist auch liebevoll. Du bist immer so, du achtest irgendwie auf alles. Was? Glück. Doch, schon. Bei deinen Freunden schon. Okay. Liebevoll, lustig. Ich finde dich sehr lustig. Ich finde, ja, lustig, okay. Und das dritte ist unterhaltsam. Weil du hast immer irgendwelche Stories. Immer. Und wir können richtig, und du bist offen. Man kann über alles reden mit dir. Doch, aber bei dir auch. Ich liebe Danke. Das. Loving you so much. Dich mehr. Gibt es eine Sache, die du bereust? Nee. Boah, nee. Das war laut. Nee. Nee, weil ich glaube, alles, was du machst, soll genauso passieren. Ich bin so eine, die ans Schicksal glaubt. Also, alles, was passiert ist, sollte genauso passieren. Deswegen bereue ich auch nichts. Ja, finde ich auch. Bin ich auch für. Hast du dramatische Erfahrungen damit oder so? Also, sie hat halt hinter meinem Rücken anderen Mädchen einfach Dinge erzählt, die ich so nie gesagt habe. Mhm. Entweder hat sie sich Dinge ausgedacht oder sie hat einfach genau das Gegenteil gesagt von dem, was ich gesagt habe. Das hattest du mir damals sogar erzählt. Ja. Also, das ist so die Hauptperson, die ich im Kopf habe. Sonst hatte ich eigentlich immer aber ziemlich Glück mit meinen Freunden. Ja. Was ist denn deiner Meinung nach eine Fake-Freundin? Was macht das aus, wenn man so hinter dem Rücken einfach redet, oder? Ja, oder auch wenn du, keine Ahnung, also bei Social Media, auch wenn du mit jemandem nur befreundet bist, um da irgendwie was abzustauben, ne? Ja. Was ist deine größte Angst? Oh. Ich glaube, allein sein. Inwiefern allein sein? Ja, so. Niemanden, den ich anrufen kann. Mhm. Niemanden, so freundemäßig. Niemanden, der für mich da ist. Niemanden, den ich interessiere. So richtig alleine. Nicht in dem Moment alleine sein, weil ich bin gerne mal alleine. Aber so zu wissen, dass da niemand ist, den ich jetzt kontaktieren könnte, wenn ich wollen würde. Verstehe ich. Ja, ich glaube, das wäre mein Aus. Ja, das kann ich echt gut nachvollziehen. Will Mathilda mal Onlyfans machen? Das ist nicht in Planung, nein. Wie alt warst du, als du das erste Mal deine Tage bekommen hast? Ich glaube 12 oder 11, irgendwie so. Hast du es deinen Eltern direkt erzählt? Ja, ich habe die nämlich, wir waren im Shopping Center bei uns in Bremen. Oh. Cool. Du warst so. Mama. Papa. Ich habe meiner Freundin da, aber sie hatte aus irgendeinem Grund was dabei. Gut. Gut. Und dann habe ich es zu Hause erzählt. Ja. Wir machen jetzt noch eine letzte Frage und die muss jetzt echt gut sein. Die muss sitzen. Alle sind halt Sime-Fragen, ne? Oh. Das ist halt nur Sime oder Cenk. Kein Django. Kontakt mehr. Aber mit Django habe ich noch Kontakt. Da ist alles easy. Alles easy peasy. Oh mein Gott, jemand hat gerade was gefragt. Wir haben da vorhin drüber geredet. Mathilda und ich wurden letztens in so einem Video markiert und dann stand da so Influencerin, von denen wir denken, dass die Mundgeruch haben. Und dann war das erste Bild war ich und danach war Mathilda und dann noch irgendwelche anderen Leute. Keine Ahnung mehr, wer das war. Und dann hat jemand gerade geschrieben, hat sie Mundgeruch? Nein, Leute, Mathilda hat keinen Mundgeruch. Mathilda, habe ich Mundgeruch? Nein. Besser ist. Geheimnis gelüftet. Geheimnis ist gelüftet. Hast du Tipps, wie man mit Hate umgehen kann? Ignorieren. Wirklich. Also komplett. Die Menschen, die auf der anderen Seite von dem Display sitzen und so eine Scheiße da ins Internet schreiben und dich aus irgendeinem Grund irgendwie versuchen runterzumachen, sind die Menschen, die am meisten leid tun sollten. Ja, wirklich. Die haben gar kein Selbstbewusstsein. Und die haben gar kein Leben. Die sind so unzufrieden mit sich selber, dass sie versuchen, dich runterzumachen, damit sie sich in ihrem erbärmlichen kleinen Leben besser fühlen für einen kurzen Moment. In der Hoffnung, dass du es siehst. Und das Schlimmste ist, die vergessen das dann auch direkt, dass die das kommentiert haben. Die fühlen sich danach besser, aber dann vergessen die es und dann machen die trotzdem weiter. So peinlich. Und es ist so peinlich.
sei einfach besser als alle anderen. Und halt dich aus so einer Kacke raus. Weil am Ende des Tages, alles, was im Internet ist, das bleibt im Internet. Das stimmt. Und wenn irgendjemand mal richtig Bock hat, eine Person irgendwie so zu stalken, dann werden solche Kommentare auch gefunden. Und bei einem Jobinterview oder so sieht das ja nicht so gut aus, wenn man eine chronische Haterin ist. Oder Hater. Einfach ignorieren. Und oder darüber nachdenken, wie erbärmlich die andere Person sein muss. Ja. Einfach drüber stehen. Egal. Ja. Ich weiß auch noch, einmal hat so ein YouTuber ein Video gegen mich gemacht und ich bin auch gar nicht drauf eingegangen. Weil wenn man das macht, dann gibt es denen auch mehr Aufmerksamkeit. Und ist auch egal. Warum lachst du? Ja, weil ich schon voll drauf reagiert habe. Ach so, ja, aber habe ich früher auch. Aber das ist halt so, generell würde ich sagen, dass man auf sowas einfach nicht antworten soll. Ja. Ja. Hast du gut gesagt. Ja, ich habe es einfach so gesagt gerade. Ich habe mir gar nicht viel dabei gedacht. Spaß. Okay. Dankeschön, Mathilda, dass du da warst. Sehr gerne. Ich habe mich sehr gefreut. Dass du so schön auf meine Fragen geantwortet hast. Es war schön mit dir. Und an alle, die jetzt zuhören, ihr könnt meinen Podcast sehr gerne positiv bewerten. Bitte. Auf YouTube, auf Spotify, auf egal welcher App. Auf Insta, auf TikTok. Auf der ihr das hört. Ja, auf TikTok. Auf Facebook, auf Snapchat, auf Twitter. Auf Netto-Marken-Discount. Überall. Überall kann man das machen. Gerne. Und lasst gerne auch einen Kommentar da. Sagt mir, wenn ihr irgendwelche Verbesserungstipps habt. Und sagt mir, wen ich einladen soll. Schreibt mir das. Sehr gerne. Und wenn ihr live mal zuguckt. Pamela Reif. Wenn ihr mal live zugucken wollt, dann schreibt mir das auch. Und dann lassen wir das einrichten. Vielen Dank fürs Zuhören. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht hier mit Jana. Und ich würde euch empfehlen, den Podcast auf jeden Fall zu folgen, denn es kommen noch ein paar besonders coole Gäste demnächst. Ich habe schon einen kleinen Sneak Peek bekommen. Und ja, ich habe euch alle ganz doll lieb. Dankeschön. Okay, danke, Mathilda. Loving you so much. Ich bin jetzt fertig. Sehr cool.